fange ich weiter vorne an. Also dann erzähle ich erstmal, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Denn das war, dass ich wäre nie von mir aus auf die Idee gekommen, mich mit dem Thema Innererde zu befassen. Und aber ich hatte einen Mann, der ist inzwischen gestorben, der war in einem Orden und dieser Orden nannte sich Mola, das heißt abgekürzt mystischer Orden hermetischer Lehren Atoms. Innerhalb dieses Ordens lernte er mal einen Kapuziner Pater kennen. Franziskaner, genau. Ja. Ja, ich habe es nicht so mit den Orden. Und dieser Vater, der nannte sich Vater Peter und die beiden haben sich angefreundet und der wurde für ihn so ein bisschen sowas wie so ein Mentor. Ja, er hat viele Gespräche mit ihm. Als Thema war Bibel und die biblische Geschichte und alles, was da wirklich hintersteckt. Ja, nicht das, was die Kirche rausgemacht hat, sondern was wirklich hinter diesen ganzen Geschichten steckt. Er ist auch gegangen in Bereiche, so, die nicht in der Bibel aufgenommen wurden und sowas alles. Also die gnostischen Schriften und sowas. Das war so Alfs Thema. Und während der Zeit, also wo er sich mit ihm regelmäßig getroffen hat, ja, haben die sich angefreundet. Und dann ist dieser Vater Peter gestorben, der war also schon recht alt. Und auf der Feier, die man für ihn als Menschen gemacht hat, so eine Trauerfeier, war ein Pärchen, das fiel Alf auf, ein Mann und eine Frau, und hat dann gefragt, wer ist das? Die fielen ihm einfach auf. Und dann sagte man ihm, das ist ein Paar, die kommen von einem anderen Planeten, der heißt Achille, und die sind zu Gast in Innererde. Und Alf wollte das erst gar nicht glauben. Dann hat man ihm aber gesagt, wenn du willst, darfst du die kennenlernen. Natürlich wollte er. Und ja, und von da an, muss ich sagen, hatte ich bei mir zu Hause regelrecht Science Fiction, ja. Die haben erstmal mit ihm einige Gespräche geführt und dann haben sie ihn eingeladen, er darf nach Innererde, wenn er das möchte. Und ja, ich erzähle, beim ersten Mal ist er nur in so ein Höhlensystem, das ging tatsächlich mit so einer Art Fahrstuhl. Aber das war nur ein riesiges Höhlensystem und dort hat er sich mit anderen getroffen, die auch sagten, sie sind von Innererde. Später, als er ganz eingefahren ist, passierte das auf eine Weise, die ich nicht erklären kann, wie das passiert ist. Letztendlich wurde er angerufen und dann wurde er gefragt, ob er einfahren will. Und wenn er dann gesagt hat, ja, ich habe Zeit, ich kann das. Dann sagten die, kommen um die und die Zeit, an die und die Stelle. Da ist ein Tor offen. Ja? Und wenn er dorthin ging, sagt er, dann öffnete sich plötzlich, das war mitten in der Natur, egal, irgendwo, ja, draußen, dann öffnete sich für ihn sowas wie so eine Blase und so ein organisches, eigentlich aus, ja, wie organisch war das? Und er sagt, das war sein Fahrstuhl nach Innererde. Das schloss sich wieder, hat sich aber nur für ihn geöffnet, weil die Innerirdischen sagten ihm dann später, das ist auf deine Seelensignatur ausgerichtet. Die bezeichnen das, was wir als Aura bezeichnen, als die Seelensignatur. Und das ist darauf programmiert, auf deine Seelensignatur. Und da wäre also für den anderen hätte sich dieses Ding nicht geöffnet. Und ja, und er war dann hier plötzlich, für jemand, der da vorbeigekommen wäre, wäre er plötzlich verschwunden gewesen. Und für ihn bedeutet das eine Fahrt nach Innererde. Es war eine Art Teleportation. Man hat ihm gesagt, es läuft über Erdporen. Ja, die Erde hat genauso wie unsere Haut lauter Poren, das sind Öffnungen nach innen. Alles, die sehen wir nur nicht, weil sie eben zu klein sind. Und die Erde hat genau solche Poren.
Ja, da Alf halt nicht teleportieren konnte, hat man ihm halt dieses Gefährt quasi geschickt, was ihn für ihn teleportiert hat. Ja. Ja, ich werde ganz oft gefragt, hast du das geglaubt? Ja, weil ja, hört sich ja wirklich an wie Science Fiction. Und ich kann nur sagen, ja, weil Alf kam mit so vielen geballten Informationen zurück. Ja, und wir waren ja vorher schon viele Jahre zusammen. Ich wusste, wo er gut ist. Das war der Bereich, wo er sich für interessierte, Bibel und so weiter oder die Geschichte der Erde. Da war er recht gut. Aber er kam mit Informationen zurück. Die also wirklich weit darüber hinausgingen, ja. Und das hätte er sich meiner Ansicht nach nicht einfach ausdenken können. Ja. Vor allen Dingen kamen dann so Sachen, ja, er sprach dann, in einem der Tagebücher kam dann sowas wie, da sprach er von weichen Elektronen. Und ich komme aus der Chemie, ja. Ich hatte davon noch nie was gehört. Und ich habe dann im Internet gesucht und geforscht und habe lange nichts gefunden. Und dann bin ich irgendwann mal auf ein Buch gestoßen, wo jemand tatsächlich darüber schreibt. Und der hat die Bücher genauso geschrieben, wie Alf das macht. Das ist der Witz an der Sache. Alf hat nämlich das erste Buch, was er darüber rausgebracht hat, er wurde also immer aufgefordert, er soll ruhig darüber schreiben. Die wollten, dass er das macht. Ja? Und er hat im ersten Buch, er hat sich nicht getraut, das mit seinem Namen zu machen. Und dann hat er das so gemacht, als wäre er zwei Personen. Das heißt, Alf Jasinski schreibt nur auf und der die Erlebnisse hat, nennt sich Talus von Athos. Das war sein Ordensname. Ja. Und in diesem Buch, da, das ein Physiker geschrieben hat, tatsächlich, da schreibt immer jemand, der Autor hat das und das gesagt. Und so ist es genauso. Da habe ich gedacht, das muss einer sein, der Kontakte hat, weil ich habe nichts anderes im Internet gefunden zum Thema weiche Elektronen. Und das ist dann schon auffällig. Ja, also es ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte ganz viele Beispiele sagen, wo also nach meinen Vorträgen Leute auf mich zugekommen sind und zum Beispiel die Gabi Müller, die auch Physikerin ist und die mir sagt, ich kann dir erklären, wie die innere Sonne funktioniert. Ja? Lauter solche Sachen. Also es sind ganz viele Dinge passiert einfach, ja, dass ich gar nicht daran vorbei konnte und das Anzweifeln, weil die Informationen waren einfach zu speziell. Würde ich mal sagen, ja. Und Alf war sicherlich sehr gut in vielen Dingen, aber er war kein Genie. Ja. Das hätte er sein müssen, damit mit dem, was da alles drin ist. Die Bücher sind voller Informationen. Ja, mir geht es heute noch so. Ich habe ja dann angefangen, nachdem er tot war, seine Tagebücher abzuschreiben. Er hatte ein Buch rausgebracht, als er noch lebte. Und hat das dann so gemacht, dass er das eigentlich versteckt hat, dass er es ist. Aber das ist nicht dabei geblieben. Irgendwie kam das raus, dass er das ist. Und da sind ganz viele Sachen passiert. Er wurde angefeindet, ja. Und genau das, was er eigentlich nicht gewollt hat. Ja, aber das ist eine andere Sache. Letztendlich hat er dann nach dem ersten Buch das zweite noch angefangen ist und dann wurde er irgendwann sehr krank und hat es dann gelassen. Und ich habe dann, ja, eigentlich wollte ich die Tagebücher nach seinem Tod auf den Dachboden bringen oder habe ich auf den Dachboden gebracht. Aber ich bekam immer mal wieder Anfragen von Leuten, die das erste Buch schon hatten und ob ich das noch habe. Ja, hatte ich nicht. Ich habe damals eine kleine Rente gehabt, habe die zusammengekratzt und habe dann das Buch nochmal aufgelegt auf meine Kosten und habe ja dann mal eins verschickt, wenn eine Anfrage kam. Und dann
Kurze Zeit später kam aber eine Bekannte von mir, die wusste, ich habe vorher über einige Jahre eine Zeitschrift rausgegeben, den Garten Wegen. Und über die habe ich diese Bekannte kennengelernt, weil ich die mal interviewt hatte. Und die sagte dann zu mir: Christa, magst du mitkommen? Ich hab Freunde in Passau oder in der Nähe von Passau, die haben dort ein Seminarhaus. Und da kommt jemand und spricht über Inner Erde. Und ich wollte erst nicht, weil ich gedacht habe, ich muss dann nach Passau fahren. Ich wohnte damals in der Nähe von Augsburg. Ich muss nach Passau fahren, ich muss da übernachten und all die Dinge. Und meine Rente hat das nicht hergegeben. Ja? Und ich habe dann, ja, sie hat aber nicht locker gelassen. Sie hat mich so lange überredet, ich nehme dich mit. Und die geben dir auch die Übernachtung günstig in dem Seminarhaus und so. Und dann bin ich mitgefahren. Ich fand diesen Vortrag sehr, sehr spannend. Das war der Lothar Lauer. Ich weiß nicht, wer schon mal gehört hat von ihm. Der ist ein Ingenieur, der hat einfach eins gemacht. Der hat gesammelt, der hat Informationen gesammelt, hat NASA-Unterlagen gesammelt. Alles das, wo er rankam, über viele Jahre. Und das hat der alles so gebracht in dem Vortrag. Ich kannte das alles nicht, ich fand das aber super spannend. Aber da war eine Gruppe von Menschen, die aus Salzburg kamen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigten, und die sagten dann, na, das kennen wir alles. Ja? Die waren eigentlich unzufrieden mit dem Vortrag, die hätten sich mehr erwartet davon. Und dann sagt die Inhaberin von dem Seminar, ja, hier ist eine Frau, deren Mann hat Kontakte nach Innererde. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, also ich... ja, das ist nicht mein Vortrag, ich mache das auf gar keinen Fall. Aber dann kam diese Gruppe aus Salzburg auf mich zu und hat gesagt, magst du den Vortrag halten? Und in dem Seminarhaus haben mich auch gefragt, ob ich da einen Vortrag halte. Und dann war eine Frau auch da aus einer Gruppe von auch Österreicher aus dem Mühlviertel, die auch sich mit solchen Themen befassten, und die haben mich auch eingeladen. Da habe ich gedacht, okay, dann kriege ich vielleicht die Kosten für die Bücher wieder rein, dann mache ich das mal einfach. Und habe das gemacht, aber gleichzeitig hat die Frau von dem Verein in Österreich der Joe Conrad angeschrieben. Ja, und dann hat Joe Conrad mich eingeladen, und dann kam ich aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Also habe ich dann danach tatsächlich die Tagebücher wieder runtergeholt vom Dachboden und habe angefangen, die einfach abzuschreiben. Habe sie ergänzt mit dem, was ich so im Kopf noch hatte, ja, so in Erinnerung. Aber ich war damals schon beim Abschreiben immer wieder erstaunt, was da alles drinsteht. Das war mir überhaupt nicht mehr bewusst, obwohl ich die vorher alle gelesen hatte. Ja. Und das geht mir heute noch so, wenn ich manchmal ein Buch aufschlage, dann komme auf eine Seite, da kommt mir das vor, als wäre das neu. Ja? Und das hat sicher damit zu tun, dass das einen in dem Augenblick, wo man das erste Mal liest, nicht interessiert. Und dann später, wenn man dann nochmal guckt, also die Bücher sind wirklich voll mit fast unglaublichen Dingen. Ja? Die erklären auch ganz, ganz viel. Ja, das war jetzt so die Einführung, warum. Also da heute hier sehr gemischt sind, es sind einige da, die fast alle Bücher gelesen haben, oder alle. Es sind einige da, die waren auch schon auf mehreren Vorträgen von mir, und es sind einige da, die sich überhaupt noch nicht damit befasst haben. Würde ich sagen, ich mache heute ganz, ganz viel Fragerunde. Ja, weil denke, ich erzähle erst noch ein bisschen, aber ich denke, es ist besser, wenn offene Fragen einfach gestellt werden. Ich bin, ich gehe dann einfach auf die Fragen ein. Ich erzähle ganz bisschen. Wie die Menschen im Innern der Erde leben, wie das aufgebaut ist, ein kleines bisschen. Und dann machen wir recht früh eine Fragerunde, würde ich sagen. Wie dort unten, also im Innern der Erde leben tatsächlich Menschen. Es gibt zwei Spezies, die dort leben. Das eine sind Homo sapiens wie wir,
Und das andere sind, die sagen von sich, die sind Reptos, aber das sind die, die unsere Wissenschaftler als die Neandertaler bezeichnen. Die sind nicht ausgestorben, die leben heute im Innern der Erde. Sie sagen deswegen, die sind Reptos, weil sie haben, ich glaube, zwei Reptogene mehr als wir. Wir haben ja auch Reptogene. Unser Gehirn ist ein Reptiliengehirn, unser erstes. Ja, das Urgehirn. Und die haben zwei Gene mehr davon. Und deswegen sagen sie, wir sind Reptos. Die sind sehr traurig darüber, dass die Reptos bei uns so schlecht gemacht werden. Hat damit zu tun, dass hier tatsächlich welche gibt, die wirklich tief dunkel sind, ja, und das Problem ist, dass man alle über einen Kamm schert. Man kann nicht einfach sagen, eine ganze Spezies ist schlecht, nur weil es darunter eben Wesenheiten gibt, die einfach schlimm sind. Die finden wir auch unter den Homo sapiens, ja, und zu dem Thema Reptos, das ist so im Laufe der Jahre, der Alf hat ja da viele Fragen gestellt, rausgekommen, diese dunklen Reptos, die könnten uns nicht mal beeinflussen, die könnten uns gar nichts tun. Die können das nur, weil sie Homo sapiens finden, tatsächlich Erfüllungsgehilfen, die das durchsetzen, die das machen. Wir sind viel mächtiger als die. Ja, das ist was, was ich eigentlich gar nicht oft genug sagen kann. Wir brauchen überhaupt keine Angst vor anderen Wesenheiten zu haben. Wir sind ungeheuer mächtig, wenn wir uns dessen wieder bewusst werden. Das ist das größte Problem. Man hat uns klein gemacht, ja, und wir haben uns klein machen lassen. Ja, das kann man ja nur, wenn wir mitmachen. Und deswegen in einem der Bücher, ich glaube, das ist das vorletzte, da gibt es ein Kapitel, dass wir die mental stärkste Spezies in dieser Galaxis sind. Ja, jede Spezies hat bestimmte Eigenschaften und jede Spezies ist ein bisschen anders. Und was die mentale Stärke anbetrifft, sind wir die mental stärkste Spezies in der Galaxis. Wenn wir nicht wollten, könnten die nicht, hätten die keine Chance, irgendetwas zu tun. Wir machen mit. Ja, wir sind so eingelullt. Das hat man natürlich gemacht, sonst hätte man uns nicht dahin kriegen können, wo wir heute sind. Wir sind so eingelullt, dass es ist schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Ja, wir waren Schöpfer. Ja, wer ist das heute noch? Ja, gehen wir aber jetzt wieder zur Innererde. Die Menschen dort leben in, wer die Anastasia-Bücher kennt, ja? Der kann sich das ungefähr vorstellen, denn Starlight, das ist einer der Reptos, mit denen Alf Kontakt hatte, sagte zu Alf, 95% von dem, was in den Anastasia-Büchern steht, leben wir. Er hat da nicht nachgefragt, was die 5% sind, dass sie nicht leben. Aber mir reicht diese Aussage. Ja, das ist unendlich viel. Sie leben also, Städte gibt es keine, weil sie sagen, Menschen in Städte zu pferchen, das braucht man nur, wenn man Arbeitskräfte sammeln will, irgendwo. Ja? Der Mensch gehört in die Natur und braucht den Kontakt zur Natur, um in seiner Mitte zu bleiben. Und deswegen lehnen sie Städte ab. Er sagt, wir brauchen das nicht. Die Menschen leben in der Natur dort und mit der Natur. Alle Zivilisationen, die sich von der Natur entfernt haben, sind irgendwann untergegangen auf der Erde. Alle, durchweg. Das haben die Russen herausgefunden. Ne, das sagen auch die Innerirdischen. Willst du was sagen? Nö. Nein, aber da könnt ihr euch Juri Besmenow angucken. Das gibt es bei YouTube. Er ist gestorben, ist ein russischer KGB-Agent. Er ist gestorben. Und der hat ein Interview gegeben, der BBC, glaube ich, was die wahre Aufgabe des Geheimdienstes wäre. Alle glauben, es wäre irgendeine Auslandsspionage. Er sagt, das sind 10% sind Auslandsspionage. 90% des Budgets
des KGB ging dafür drauf, folgender Frage nachzugehen, warum sind andere Zivilisationen untergegangen? Würden wir das wissen, könnten wir den Klassenfeind anders besiegen. Das war der Auftrag. Und sie haben das auch durchgezogen, gnadenlos. Also sie haben Folgendes getan. Sie haben herausgefunden, das war ihr Ergebnis, dass alle Zivilisationen, die nicht mehr an Gott geglaubt haben, untergegangen sind. Also was hat man gemacht? Diese ganze Hippie-Bewegung in den USA und so war hintenrücks gesteuert. Also in den indischen, wo sie es gelernt haben, in diesen indischen Ashrams saßen die Russen hinten dran, haben sich totgelacht und haben den Indern vorne erzählt, was sie den Amis erzählen sollen. Das erzählt er in diesem Interview. Haben einige Destabilisierungen, nennen sie es dann. Das wird dann, das ganze Land wird destabilisiert, sodass man sich irgendwann darüber freut, dass die Rote Armee einmarschiert. Und wenn sie dann merken, dass der Militärstiefel im Arsch wehtut, ja, ist es zu spät. Ja. Also es ist ein offizielles Ergebnis des KGB. Alle Zivilisationen, die nicht an Gott glauben, sterben aus. Ja, also da wurde es halt so gesagt, die sich von der Natur entfernt haben, aber das entspricht dem wahrscheinlich. Ja, genau. Deswegen ist es, die sagen schon, letztendlich so ab zweite, dritte Stock wird's schon, hast du den Kontakt zur Natur schon nicht mehr. Nicht mehr wirklich, wenn du ständig da in dieser Höhe lebst. Ja? Und also dem Alf wurde gesagt, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, in so Schuhschachteln zu leben wie wir. Ja? Und damit meinen sie die Hochhäuser. Ja? Das ging mir vorhin auch so, als wir durch Würzburg gefahren sind. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen hier. Das ist ja nicht möglich. Ja, die ernähren sich aus ihren Gärten. Ja? Und es gibt aber, jeder Mensch macht das, was ihm entspricht. Ja, es gibt also, jeder geht seinen Berufungen nach. Alf hat mal die einzelnen Leute dort gefragt, was sie so beruflich machen. Und dann haben die so aufgezählt, ja, also ich spiele Geige, ich webe gerne oder ich interessiere mich also für Raumfahrt und arbeite in so einem Zentrum, ja. Die zählten so ganz viele Sachen auf und dann überlegte Alf und sagte, ja, und was macht ihr in eurer Freizeit? Ja, und dann sagten die, wieso, wir sind doch frei. Ja, die unterscheiden nicht zwischen Freizeit und Beruf. Sie machen das, was ihre Berufung ist, wofür sie sich interessieren. Und wenn jemand gerne Geige spielt, der setzt sich abends einfach in das Dorf und fängt an zu spielen und dann kommen andere dazu und spielen mit und dann gibt es ein Konzert, ja. Natürlich machen die auch schon mal geplant ein Konzert, aber es passiert dann einfach. Und ich sagte eben, sagte dann einer, ja, ich interessiere mich für Raumfahrt, der arbeitet in so einem Zentrum. Sie haben so Höhlensysteme, wo tatsächlich auch Raumschiffe gebaut werden. Allerdings brauchen die nicht ständig neue Raumschiffe, weil die Raumschiffe halten hunderte von Jahren. Ja? Es ist nur, also sie forschen natürlich auch. Ja? Und also jeder macht das, was er kann. Und es gibt in jedem Dorf ein Dorfgemeinschaftshaus. Und dort werden Sachen, die man einfach zu viel gemacht hat, hingebracht. Und jeder kann sich dort holen, was er braucht. Wenn also zum Beispiel jemand sehr gerne töpfert und ist in einer kreativen Schaffensphase, dann macht der einfach, wo er Lust zu hat und macht natürlich auch Aufträge, die er hat, aber der Rest wird halt ins Dorfgemeinschaftshaus gebracht und wenn jemand davon was braucht, der nimmt sich mit. Das gilt für alles. Oder wenn ich ein Kleid brauche, dann gehe ich zu jemandem hin, von dem ich weiß, der webt schöne Stoffe, ja, und holen wir dort einen Stoff oder gibt ihm den Auftrag. Dann hole ich den Stoff und bringe den zu jemandem, der sehr gut oder sehr mit Liebe näht. Ja, das hat dann eine ganz andere Energetik. Ja, das wird dann genäht und diese Sachen halten ja ewig. Der Konsum in dem Sinne wie bei uns gibt es da nicht. Man holt sich das, was man braucht. Ja, und das gibt es fast alles im eigenen Dorf oder im Nachbardorf
und so weiter. Also das, die sind vernetzt und das man findet das, was man braucht, wenn man was braucht. Aber die definieren sich ja nicht übers Haben wie wir, sondern übers Sein. Ja? Und es wird auch, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand da ist und der legt sich ein halbes Jahr jeden Tag nur auf die Wiese und macht nichts. Das ist auch okay. Ja? Weil das braucht er dann, das ist dann für ihn wichtig, für seine Entwicklung, irgendwann dient das immer der Gesamtheit. Frederik halt. Das ist Frederik. Frederik, genau. Ihr kennt Frederik nicht? Ja, klar. Doch, ihr kennt Frederik, oder? Ja, klar. Ja, das ist Frederik. Genau. Das sammelt Farbe. Ja, also es macht einfach nur jeder, was er vom Herzen gerne macht. Ich werde oft gefragt, gibt es sowas wie Regierung? Nein, gibt es nicht. Es gibt aber Gremien, die organisieren, weil das braucht man in der Gemeinschaft hin und wieder. Also die Leute reiten zum Beispiel sehr gerne und so Reitwege, das weiß jeder, müssen auch instand gehalten werden. Ja? Und um sowas zu machen, braucht man halt Leute im Dorf, die gerne organisieren und die organisieren dann sowas. Und das sind sogenannte Zwölferräte. Es sind immer 12 Leute aus dem Dorf, die sich die gut organisieren können. Ja, es gibt Menschen, die machen das sehr gerne und die machen das auch sehr gut. Aber es hat jemand nicht dadurch mehr Macht über andere. Das ist der Unterschied. Ja? Es bringt ihnen nichts, außer Freude am Organisieren. Ja? Und so geht das auch weiter in die Höhe. Also 12 Dörfer haben zusammen einen Zwölferrat in der nächsthöheren Ebene. Dann, also das nennen die, ich glaube, Gauen oder so. Und so geht das immer höher. Ja, bis zu der Vertretung von Innererde gegenüber anderen Planeten. Ja. Und das sind immer 12 deshalb, weil die 12, sagt man, ist eine magische Zahl. 12 zusammen ergibt die 13. Die 13 ist eigentlich das Gemeinsame von 12 und ist die 1 auf der nächsthöheren Ebene. Ja, deswegen, wir haben auch 12 Dimensionen. Alle Dimensionen zusammen entspricht dem göttlichen Geistfeld. Das ist dann die nächsthöhere Ebene wieder. Und also es hat keiner was davon. Deswegen macht es auch keiner, der nicht gerne organisiert. Ja, hat keiner was davon. Die Architektur? Architektur so bunt wie die Menschen. Ja, also es ist immer, werden immer nur natürliche Materialien genommen. Es werden Bäume genommen, aber die Bäume werden vorher tatsächlich gefragt, ob sie dafür zur Verfügung stehen. Die machen alles zusammen mit Naturwesen. Die machen nichts ohne Naturwesen vorher zu fragen. Und es gibt Bäume, die sagen, ist gut, weil Bäume, die Devas ist ja nicht nur ein Einzelner. Ja, es sind immer, also bei Pflanzen haben immer gemeinsame, das sind gemeinsame Devas und dann kann einer ruhig geopfert werden davon zum Beispiel. Und man lässt das ja nachwachsen. Ja? Sie benutzen aber auch Lehm, ja, oder alles mögliche, Stroh, alles mögliche, was halt die Erde gerade hergibt. Sie kennen auch Ziegelbrennen, aber sie sagen, sie machen das nicht gerne, weil die Energie verändert wird durch das Brennen. Und deswegen lassen die Ziegel trocknen und verputzen das dann. Ja, entsprechend. Ja, also und jeder macht, was er will. Also was das Bauen angeht, da gibt es niemanden, der einem irgendwas vorschreibt, wie du irgendwas bauen darfst oder so. Also alles sagt, es ist so bunt, wie die Menschen sind. Das sind überwiegend Langhäuser, oder? Da habe ich nicht nachgefragt. Okay. Ja, also das waren nicht das Thema. Das Problem ist, dass Alf ja immer nur das gefragt hat, was ihn interessiert oder was mich interessiert. Ja, ich habe ihm ganz oft Zettel mitgegeben oder Fragen mitgegeben, die hat er dann gestellt. Aber er fragte natürlich in erster Linie das, was ihn interessiert. Deswegen
Also so auf so spezielle Sachen, wo wir nicht drauf kamen, sind wir dann gar nicht drauf eingegangen. Ja, kann sein. Ja, weiß ich nicht. Ja, Schule. Die Kinder lernen völlig anders als unsere Kinder. Es gibt Schulen wie wir hier, wo der Lehrer vorne steht und die Klasse da ist, kennen die gar nicht. Das gibt's nicht. Die Schulen, also jedes Kind lernt von sich aus. Ja, und findet immer jemanden, wenn es sich für irgendein Thema interessiert, zu dem es gehen kann. Das kennt die Leute im Dorf, ja, die Kinder. Und gehen zu dem, wo sie denken, der kann mir das sagen. Aber es gibt natürlich auch sowas wie eine Schule. Sie haben nur keinen speziellen Namen dafür. Ja, sie haben also, es gibt einen Raum im Dorf, der ist den Kindern vorbehalten, wo sie ihr Material, wo sie dran arbeiten, lagern können und so weiter und so fort. Und meistens schließen sich die Kinder zu Gruppen zusammen und überlegen zusammen, was ich möchte gern das und das machen. Ich sage das an einem Beispiel. Der Alf kam nach Hause und sagt, heute habe ich mir erlebt, was Schule bedeutet. Also wirklich, wenn man das richtig machen würde. Ja? Er sagt, er hat eine Gruppe Kinder an so einem Teich sitzen sehen und die haben gezeichnet. Und dann hatte er eine Begleiterin dabei, dann hat er die Begleiterin gefragt, was die Kinder machen. Da hat sie gesagt, frag sie doch, ob sie dir antworten wollen. Und dann ist er dahin und die wollten ihm antworten. Und dann hat er sie gefragt und dann haben die gesagt, ja, wir wollen ein Segelboot bauen. Und die waren gerade dabei, jeder macht einfach erstmal eine Zeichnung, wie er sich das vorstellt. Und sie suchen dann oder gehen dann zu jemandem, der da ein bisschen was von versteht. Und der sagt ihnen, an welcher Zeichnung, wo was nicht günstig ist. Und dann suchen sie so dabei daraus, dass das günstigste Modell, das wird dann nochmal neu gezeichnet. Sie gehen dann hin und dann, also da muss man, wenn man sagt, ich baue ein Segelboot, man muss so viel lernen. Ja? Und da wir über die Gefühle lernen, bleibt das alles, was man dabei lernt, sitzen. Ja, Sie müssen Mathematik können, Sie müssen das ja alles berechnen, ja? Sie müssen das Zeichnen lernen, Sie müssen lernen, welches Holz nehme ich, wie oder wann fälle ich das Holz, ja? wie erfrage ich das von dem Naturwissen, was ich nehmen kann. Sie müssen lernen, wie mache ich das Holz wasserfest. Das erarbeiten die sich alles selber. Oder sie gehen eben zu jemandem, wo sie wissen, der kennt sich damit aus. Ja. Sie müssen später, sie weben auch das Segel selber, sie machen sogar vorher das Leinen säen sie ein dafür und machen daraus den Stoff später, also sie weben und so weiter und so fort. Und dann lernen sie natürlich Wetter zu beobachten, wann kann ich segeln, ja. Und später lernen sie das Segeln. Dann haben die alleine mit diesem Projekt, wir bauen ein Segelboot, unendlich viel gelernt. Das ist ein Lernen, was wir nie wieder vergessen, weil wir mit voller Liebe dabei sind, mit dem ganzen Herzen. Wenn ich an meinen Unterricht früher denke, dann habe ich das meiste von vergessen. Ja? Achso. Ja. Das ist ein völlig anderes Lernen, ja, und es muss auch keiner. Und in der Gruppe, als sagte, da waren Kleine und fast Erwachsene, also die arbeiten einfach zusammen, ja, und jeder macht das, wonach es ihm ist. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, ein Kind interessiert sich für irgendwas, ja, besonders. Und dann wird es einfach von den Erwachsenen animiert, ja, dann alles, ich sage jetzt, ein Kind interessiert sich für Käfer und das fängt dann an Fragen zu stellen, was ist der Unterschied zwischen dem und dem, und dann geht jeder auf ihn ein und dann sagt man zu ihm, geh mal zu dem, der kennt sich da besser aus, ja, und dann geht das Kind dahin und es fängt selber an und es wird immer animiert, auch selber zu forschen und letztendlich ist es so, dass die Kinder anschließend ganz Vorträge darüber halten können. Ja. Simon hat so einen Sohn, ja, der ist so ein Kandidat, ja, der ist jetzt gerade in die Schule gekommen, ist jetzt 7 und da war er 3,
Da ist er durch die Gegend gelaufen und hat angefangen, sich für Frösche zu interessieren. Ja? Und er erzählt mir später was vom Pfeilgiftfrosch. Habe ich noch nie gehört. Ja? Also der hat einfach nur gefragt und dann hat Simon hat dann mit ihm dann mal im Internet geguckt, hat ihm so einzelne Frösche gezeigt. Der hat sich jeden Frosch gemerkt. Der als Dreijähriger stand er da und hat mir Vortrag gehalten über Frösche. Ja? Ich war wirklich baff. Und da, als die Froschphase vorbei war, ging es an Schlangen. Schmetterlinge auch. Auch Schmetterlinge auch. Also das ist so ein, er hat auch gesagt, er wird Naturforscher. Ja. Und wenn man das, und so lernen letztendlich die Kinder in Innererde. Ja. Nur über solche Projekte, das sind dann gemeinsame Dinge, oder eben einfach, das Kind wird gefördert und jeder im Dorf fördert. Ja. Es gibt tatsächlich einen im Dorf, der für diese Schule verantwortlich ist, also für diese, das sind Begleiter, die nennen sich Lernbegleiter und die kennen dann auch, die kennen auch jeden, wer was kann und können die Kinder auch dann schicken, können sagen, wenn in dem Dorf keiner ist, du, dann geh mal ins Nachbardorf, sag mal, dein Papa soll mit dir ins Nachbardorf gehen, der und der kann das oder der weiß das und so weiter, das läuft einfach irgendwie, aber es ist ein Lernbegleiter haben in jedem Dorf. Ja, das zum Thema Schule. Was haben wir noch? die Helligkeit in der Erde. Die was? Die Helligkeit. Ja. Es gibt tatsächlich eine innerirdische Sonne. Da habe ich ja eben gesagt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie entsteht, aber es wurde dem Alf einfach damals gesagt, es ist eine Plasmasonne, aber Alf, das war nicht sein Thema, der hat dann auch nicht weitergefragt. Ich hätte ja weitergefragt. Es wurde ihm etwa erklärt, aber Alf sagt, ich habe das nicht wirklich begriffen. Und dann habe ich ja eben gesagt, einen Vortrag. Da kam die Gabi Müller, eine Physikerin, auf mich zu und sagte, ich kann dir erklären, wie die innerirdische Sonne entsteht oder funktioniert. Und ich zeige das jetzt mal eben ganz kurz. Wir wissen alle, die Erde hat einen Torus, einen feinstofflichen Torus. Ja? Nein, ich fange mal weiter vorher an. Mal erstmal so, ich zeige das dann gleich. Ich fange mal weiter vorher an. Also Gabi Müller, die Physikerin, hat sich viel mit Viktor Schauberger befasst, ja, und hat alles von ihm studiert und hat dann das aufs Feinstoffliche übertragen. Ja? Weil Wasser und die feinstoffliche Welt verhalten sich ähnlich. Und sie hat Bücher von alten Mystikern, Leadbeater heißt einer, L-E-A-D-B-A-T-E-R, ja. Franzose. Ja, genau. Und Annie Besant, die haben sehr viel Eingaben bekommen zu diesem Thema feinstoffliche Welt. Und sie hat das in Zusammenhang gebracht mit dem, was Viktor Schauberger aufs Wasser festgestellt hat. Ja? Und dann hat sie eben sich ihre eigenen Gedanken dazu gemacht. Und sie sagt, beim Wasser ist es ja so, wir wissen, wenn Wasser meandert, ja, dann dreht sich, dann gibt es einen Wirbel. Also Gabi Müller macht Wirbelphysik. Ja? Die erklärt alles über Wirbel. Die ganze Erde besteht, oder nicht nur die Erde, jede einzelne Zelle von uns besteht aus Wirbeln. Ja? Und Schauberger sagt, wenn das Wasser so dreht, gibt es einen Wirbel so rum, ja? Gleichzeitig. Und wenn dann die nächste Kurve kommt, dann dreht es sich in die andere Richtung und dann gibt es den Wirbel in die Richtung. Und die Stelle dazwischen, wo sich die Wirbelrichtung ändert, da ist die Energie enorm hoch. Und Schauberger hat festgestellt, dass an der Stelle, wenn man die genau findet, vor allen Dingen, wenn es eine stärkere Strömung ist, dass die Energie dort so hoch ist, dass Steine an die hochkommen.
Ja, und man könnte sich sogar auf die Steine draufstellen, das würde getragen. So hoch ist dort die Energie. Ja. Und Gabi Müller hat das auf das Feinstoffliche übertragen und ist dann darauf gekommen. Das ist nicht hundertprozentig, das ist jetzt eine Krücke, was ich hier habe. Aber es zeigt es eigentlich ganz gut. So, das ist Torus. Ja? Und die Gabi Müller sagt, das muss man sich jetzt vorstellen, dass sich das alles noch so dreht gleichzeitig. Und hier dreht es sich rechts rum und oben links rum. Und die Stelle, da gibt es nämlich auch im Feinstofflichen, ja? Die Drehrichtung sich ändert von dem feinstofflichen Wirbel, ja? Hat so eine Energie, dass da eine Sonne entsteht. Ja? Hier in der Mitte sitzt die Erde. Und da in der ganzen Kleinen, ganz winzig, ganz innen, ist eine Stelle, die so hochenergetisch ist, dass dort eine Sonne entsteht. Sie beschreibt in ihrem Buch, erkläre ich das noch ganz kurz, sie stellt in ihrem Buch die Frage, was würde geschehen, wenn Außerirdische kämen und uns unsere Sonne klauen würden, ja? Gar nichts. Es würde sofort an der gleichen Stelle eine neue entstehen. Weil die Sonne entsteht dort, wo sich alle Bewegungen der einzelnen Planeten treffen und die Drehrichtung ändert. Das ist unsere große Sonne. Die entsteht dort. Das ist kein materielles Gebilde. Es ist einfach reine Energie, reines Plasma, was da entsteht, aber enorm hoch. Die Sonne ist auch nicht heiß. Die Sonne, unsere Sonne und die innerirdische Sonne ist genauso wenig heiß. Die wird erst warm, wenn sie auf Atmosphäre trifft. Deswegen ist es auf den Bergen oben, wo weniger Atmosphäre ist, kälter, obwohl sie näher an der Sonne sind. Ja? Hier unten ist die Atmosphäre dichter und hier wird es warm. Und das Gleiche gilt für die innerirdische Sonne. Da ist tatsächlich um die Sonne selber ein Vakuum, ein kleiner Vakuumgürtel. Und dann kommt erst die Atmosphäre und dort erwärmt sie sich, wo die Strahlung dann auf die Atmosphäre trifft. Ja, und deswegen ist es hell im Innern der Erde, aber immer. Ja? Also, obwohl Alf hat gesagt, sie haben auch sowas wie Nacht. Aber sie haben einen anderen Grund. Es wird nicht wirklich dunkel, es wird dämmerig. Und zwar liegt das daran, der Mond hat auch Einfluss auf das Innere der Erde. Weil das geht durch, die Strahlung des Mondes, das geht durch. Ja? Würde das nicht durchgehen, würde uns ein Mondkalender beim Säen und so nichts bringen, wenn das nicht durchdringen würde, durch die Erde. Ja, es ist gleich. Es bringt was, weil es nämlich durch die Erde geht. Ja? Es hat Einfluss. Und genauso, die reicht bis nach innen, diese Strahlung. Und es entsteht etwas, es wird diesiger etwas, es wird etwas feuchter durch die Strahlung, durch den Strahlungseinfluss des Mondes. Dadurch, und wenn es diesiger wird, sieht man die Sonne nicht so. Es ist dann so wie bei uns, so an so einem Nebeltag im November. So in etwa ist die Nacht in der Erde. Aber nur an der Stelle, wo außen Nacht ist. An der anderen Stelle ist dann Sonne. So, jetzt. Gibt es noch sowas wie Wetter, also Regen, ja. Wind? Ja, gibt's auch. Ja, das ist offen. Die Pole sind tatsächlich offen und es gibt einen vollen Austausch. Es gibt allerdings Schnee auch nur in Nähe des Poles dort. Also es ist ausgeglichenere Temperatur.
vielleicht vergleichbar wie bei uns Teneriffa oder so. Ja, also die haben auch Winter, da ist es etwas kühler, aber nicht wirklich kalt. Und so ist es im Innern der Erde auch. Wenn man, je näher man an die Polöffnungen kommt, umso stärker ist es dann, wird es kälter. Aber so Jahreszeiten oder sowas haben die wahrscheinlich dann nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Also ein bisschen ja, nicht wirklich. Die Jahreszeit würde ich auch sagen, so wie Teneriffa. Ja, also man merkt, es wird etwas kühler, weil immer oben und außen sind miteinander verbunden und diese Energien kommen immer durch. Ja? Warum möchte denn die Innererdler, dass wir erfahren von ihnen? Weil die Zeit reif ist, haben sie gesagt. Die wünschen sich tatsächlich nichts mehr, als dass wieder offen ist. Das war ja mal alles offen. Vor langer, langer Zeit war das offen. Gehe ich gleich darauf ein, was ist passiert, dass wir da gar nichts mehr von wissen. Ja? Es kam, damals lebten die Menschen, lebten auch die Neandertaler noch hier oben. Und die Menschen lebten friedlich. Und dann kamen Außerirdische hier an. Und man muss sich vorstellen, die hatten böse Absichten. Ja? Und also sie wollten unseren Planeten tatsächlich ausbeuten, weil sie unser Gold, weil sie so bestimmte Stoffe wollten, die für sie wichtig waren. Ja? Und war noch was anderes, aber ich habe jetzt das nur als Beispiel gesagt. Und sie wollten aber auch, dass wir für sie arbeiten. Ja, dass wir das für sie quasi rausholen aus der Erde und so weiter. Und sie wollten also uns insgesamt ausbeuten. Und sie haben sich dann die Erde angeschaut, ja, sie wurden von uns mit offenen Armen empfangen. Wir waren begeistert, ja. Und sie haben sich das angeschaut und haben festgestellt, da sind zwei Spezies. Die eine ist, ja, sehr offen, ja, wissbegierig, geht auf jeden sofort zu, arglos, ja. Das war der Homo sapiens, ja. Und die andere ist so ein bisschen verschlossener, etwas träger, nicht im Denken, aber im Tun. Diese Reptos, die überlegen sich erst ein paar Mal, ob sich das lohnt, das zu tun, bevor sie tun. Ja, es kostet ja Energie. Und sie sind nicht ganz so arg, weil sie mehr überlegen, tatsächlich. Ja, und sind nicht so spontan. Ja, und dann ist eigentlich klar, wen man besser ausbeuten kann, ja. Das war der Homo sapiens. Und man hat tatsächlich beide Spezies dann aufeinander gehetzt und wir haben uns hetzen lassen. Ja, man hat also uns gesagt, der Reptor ist schlecht, der Reptor hat keine Verbindung zu Gott und lauter solche Sachen. Ja, und das hat im Laufe der Zeit hat das Wirkung, das läuft ja heute noch so. Ja? Und irgendwann haben wir angefangen, uns bis aufs Messer zu bekämpfen. Und da aber die Reptus Träger sind, also die wollten das gar nicht, aber ihnen blieb ja nichts anderes übrig, sie haben sich halt verteidigt. Aber dann haben sie irgendwann gesagt, wir gehen nach Innererde und ihr bleibt draußen, teilen wir uns die Erde auf. Und das ist geschehen. Es sind Homo sapiens mitgegangen, aber die meisten sind halt hier oben geblieben. Und dann hat die ganze Sache seinen Lauf genommen. Man hat angefangen, das zu verschweigen. Nachzulesen im größten Geschichtsbuch dieser Welt, die Bibel, steht alles drin. Ist so. Auch in Mahabharata steht es drin. Mahabharata wollte sie gerade sagen. Ja. In der Bibel steht es auch drin. Also Jakob und Esau werden beschrieben. Esau ist deutlich haariger als Jakob. Ja. Also wird er beschrieben und sie gehen. Irgendwann öffnet sich die Erde und Esau geht mit seinen Gefährten hinein. Es steht original, Altes Testament, denke ich mir nicht aus. Hast du eine Bibel hier? Könnt ihr nachgucken. Also Jakob hat ihm sein Erstgeburtsrecht genommen, weil die waren nämlich tatsächlich vor uns hier. Ich habe eine Frage, in welcher Tiefe liegt denn Innererde? Also der Erdmantel ist etwa 6000 Kilometer. Und da fängt Innererde dann an. Und zwar mit Tango.
Zweimal tanken. Aber nicht mit meinem Auto. Also, ich hab's nicht so mit Zahlen, aber dazwischen ist dann nichts frei. Ja? Nichts mit Eisenkern. Nein, ich werde dann ganz oft gefragt, zum Beispiel, wie funktioniert das mit den Vulkanen. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass ein Vulkan entsteht. Die Hauptmöglichkeit ist die, die Innerirdischen sagen, die Erde ist ein Wasserplanet. Letztendlich ist es so, dass unsere ganzen Ozeane wirbeln. Die drehen sich ständig. Ja? Und bauen den Erdmantel auf. Und die Erdteile schwimmen da drauf. Deswegen können die auch auseinanderdriften. Ja, sie schwimmen letztendlich auf Wasser. Der Erdmantel ist auch bestimmt aus Wasser. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, denn ich lege das mal kurz weg. Wenn ich hier Wasser habe und hier sitzt ein Erdteil drauf, das gibt Reibungswärme. Nicht Reibungswärme, es gibt Reibung zwischen dem Wasser und dem Gestein. Und die Reibung ist sehr hoch. Und wenn ich Wasser einer starken Druck, ist ja auch ordentlich Druck, ja, einen starken Druck und einer starken Reibung aussetze, wer Chemie, ein bisschen von Chemie weiß, der weiß, dass dann Knallgas entsteht. Ja? Dann trennt sich der Wasserstoff vom Sauerstoff. Ja? Und dieses Knallgas sammelt sich in innerirdischen Kavernen, ja, in innerirdischen Höhlen. Bis die so voll sind, ja, dass kein Platz mehr ist. Und irgendwann ist der Druck so groß, auch wieder, dass sich das da entzündet. Und dann sucht sich das einen Ausgang, in dem das wird tatsächlich der Stein geschmolzen, so heiß wird das. Also, Ulle sagte mal, da sind Kräfte am Werk, die wir kaum berechnen können. Ja? Das wird unendlich heiß und der sucht sich einen Weg nach draußen und das sind die Vulkane. Ja? Das heißt, es nimmt auf dem Weg alle möglichen Steine, alles mit. Es wird alles geschmolzen, was dann damit rauskommt. So entstehen die meisten. Aber es gibt auch andere. Es gibt zum Beispiel den Epimeo in Italien. Das ist ein Vulkan, der läuft völlig anders. Ja, da gibt es einen unterirdischen See. Muss man sich vorstellen, großen, riesigen unterirdischen See, der so bis auf halbe Höhe, ein Stück drüber der Oberkante des Sees ist Gestein. Und von da an geht es aber noch tiefer runter, aber ohne Wasser. Das heißt, es ist so eine Höhle, wo es dann so richtig runter geht. Da unten in dieser Talsohle darüber ist Natrium, befindet sich Natrium, metallisches Natrium. Und immer wieder, dieser See hat immer wieder Zulauf mit Wasser, ja, und das Wasser läuft irgendwann, ist irgendwann so voll, dass es über die Kante läuft. Und dann gibt es so einen Sog, das Wasser geht runter, und was passiert, wenn Wasser auf Natrium kommt? Das Gleiche, ja, es wird unheimlich heiß, ja, es pufft nach außen, und das ist so, funktioniert der Epimeo zum Beispiel. Oh, wir hatten gerade das Stichwort Strom. Habe ich das gehört irgendwo? Habe ich Strom gehört? Also es gibt genauso gut die Variante, dass es, also das ist auch, man kann das, es gibt schöne Videos dazu im Netz, dass Blitze bei einem Gewitter, also erstens werden Vulkanausbrüche immer von Gewittern begleitet, immer. Und es gibt immer Blitze dabei. Und diese gehen tatsächlicherweise nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und wir haben ein Spannungsproblem im Endeffekt. Und wenn man weiß, dass dieser Blitz von unten nach oben kommt, er entsteht unten in der Erde. Und wir wohnen ja zufälligerweise im Thüringer Wald. Wir wissen also sehr genau, was passiert, wenn man Erden schmelzt. Ne? Kann man sehr schön schmelzen. Passiert genau das und das kommt hinaus. Das ist eigentlich alles. Also es ist eigentlich nur Physik. Ja, ja. Also es gibt unterschiedliche Arten, wie sowas entsteht. Und
Also wenn man sich mal damit befassen würde und das daraufhin untersuchen würde, könnte man unsere Vulkane alle zuordnen, wie die entstehen. Unsere Wissenschaftler gucken nicht nach, weil die gehen ja von dem heißen Eisenkern aus. Geht die Entladung auch nach innen, denn zur Innererde? Oder geht es nur nach außen? Na, die haben auch im Inneren geht's. Ja. Die haben auch Gewitter. Ja. Haben die auch einen Himmel? Nicht wie wir. Nein, also es sieht auch bläulich aus, ja, weil sie haben ja Atmosphäre. Ja, also es ist bläulich, aber sie sehen natürlich keine Sterne. Ja. Durfte dein Mann dann nicht filmen? Nee, also man hat ihm gesagt, du kannst gerne ein Fotoapparat mitnehmen oder Handy oder so, es geht alles kaputt. Bei der Fahrt. Das hält die Fahrt nicht aus. Vom Druck hier oder was ist das? Keine Ahnung warum. Komm ich nicht sowas. Ich weiß es nicht. Aber unsere Technik übersteht die Fahrt nicht. Ja, du hast ein Wechsel des Magnetfelds da drin. Also du hast halt irgendwo bei 6000 oder sowas, wechselt die Richtung. Also wenn würdest du reinfallen und du kämst, also würde das gehen, das geht, würdest du in die Pole hineinfallen, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du quasi stehen bleiben würdest. Also da wäre Schwerkraft quasi aufgehoben und geht in die andere Richtung, trägt dich wieder hoch. Weil sonst würden die ja immer Richtung Innererde fallen. Ne? Funktioniert überhaupt gar nicht. Also dementsprechend, und das solche Sachen mit Technik zu machen, ist ja. Also weiß ich nicht. Jegliche Technik geht kaputt. Ich bin jetzt auch echt kein Elektrofreak, also ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Das ist, weiß ja kein Mensch wirklich. Ne? Das ist halt, aber wir haben keine Unternehmen oder so wie wir, die irgendwas. Nee. Das ist nicht alles so wie natürlich. Nee. Sie haben natürlich auch Technik, aber sie machen nichts, was die Natur zerstört. Gar nichts. Ja? Und unsere Technik ist sehr zerstörerisch. Ja. Also sie haben andere Dinge, aber sie sagen auf der anderen Seite, wenn wir Technik benutzen, vergessen wir unsere Fähigkeiten auszuweiten. Ja? Also wenn wir zum Beispiel ein Telefon benutzen, vergessen wir, dass wir eigentlich telepathisch kommunizieren können. Ja, wir werden faul. Durch Technik wird man faul. Es fördert eigentlich nicht das spirituelle und geistige Wachstum. Gegenteil. Also, was sie jetzt genau alles für Tiere haben, weiß ich nicht, aber sie sagen, die Tierwelt ähnelt dem hier oben. Es gibt da unten sogar auch noch Mammuts. Ja? Und wie hoch ist die Höhle? Es ist keine Höhle. Also die Innererde? Ja, wie breit, also mit Zahlen habe ich es nicht. Wer weiß, wie der Durchmesser unserer Erde ist? Nein, ich meine, wie hoch der Innenring. Ja, man sieht einen Himmel und eine Sonne quasi. Also das, man kann ausrechnen, ja, Durchmesser Erde minus 12.000 Kilometer, 6.000 hier, 6.000 da, das ist die Fläche da innen. Ja, und die hier sind, stehen so rum und die hier sind so rum und schauen beide in die Mitte zu der Sonne. Und dadurch, dass erst um die Sonne rum ein Vakuumgürtel kommt und dann Atmosphäre, sehen die blauen Himmel tatsächlich. Also geht man von einer Erdkugel aus? Weil nicht von einer flacheren Erde? Nein. Das ist ein Thema, werde ich ständig drauf angesprochen, klar. Ja, aber ich gehe das ganz anders an, ja. Ich fange gar nicht an zu diskutieren, ja, weil die Diskussionen laufen alle auf der materiellen Ebene ab. Sehen wir uns die feinstoffliche Ebene an, sieht schon ganz manches anders aus. Ja. Es gibt die hermetischen Gesetze, die sagen, wie oben so unten, wie innen so außen, wie im Großen so im Kleinen. Und wenn ich davon ausgehe, wie im Großen so im Kleinen, dann brauche ich mir nur eine Zelle von uns anzugucken. Ja. Dann weiß ich, wie das Große aussehen muss. Ja? Und das ist tatsächlich so. Ja? Also ich sagte eben, bei uns wirbelt alles. Ja? Und wenn ich sage, wie die Erde ist mit diesem Torus, dann sieht jede Zelle von uns, wenn man das Feinstoffliche mit berücksichtigt, genau so aus.
Ja, jede Zelle hat ein feinstoffliches Feld drum. Sonst hätten wir das nicht. Und sehen tun wir nur in der Mitte diesen kleinen Kern davon. Und es ist alles so aufgebaut. Ja? Man muss sich nur angucken, oder wie sieht ein Atom aus? Ja, Atom ist das Kleinste. Wie sieht ein Atom aus? Das können wir nachgucken mit dem Elektronenrastermikroskop. So wie die Erde. Ja, mit einem, was wir nicht sehen über das Atom, über das Rastermikroskop, den feinstofflichen Torus. Aber der sitzt da noch drum. Wenn du dir den Torus eines Apfels anguckst, kannst du das machen. Das kann man tatsächlich tun. Das ist dieselbe Form wie die Erde, also dementsprechend genau, müsste so auf der materiellen Ebene genau das gleiche passieren wie der Apfel und das ist auch der Fall. Der Apfel hat auch witzigerweise kleine Löcher in der Mitte, ne? Ist da quasi hohl, ja? Wo dann irgendwelche Samen reinkommen und sowas, aber im Endeffekt ist der genau so aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, er bildet da Masse aus irgendeinem Grund, also er ist zu klein, wahrscheinlich ist die Öffnung zu klein, wahrscheinlich geht er sogar durch. Würde ich mal behaupten, aber das ist kaum messbar. Im Größenverhältnis zur Erde allerdings wäre das messbar. Ja. Also Alf sagte, die Erde ist nicht ganz rund wie eine Kugel, ja, aber sie ist an den Polen etwas abgeflacht. Also der Apfel, der Torus im Großen auch. Ja. Donut könnte man das fast da nennen, ja, bezeichnen. Etwas stärker rund noch als ein Donut. Donut ist ja da eher flach. Es ist also, die Pole sind flach. Wie alt werden denn die Menschen da? Bitte? Wie alt werden die Menschen da? Altern die? Ja, also Thema Alter, ja, ist eine gute Frage. Wir wurden alle mal so um die 900.000 Jahre alt. Steht in der Bibel, kann man nachlesen. Ja, und das ist richtig, das wurden wir. Was die Außerirdischen haben unser Alter reduziert, indem sie uns eingeredet haben. Wir haben das selber gemacht. Die haben gar nicht an uns rumgefuscht, genetisch. Wir fuschen selber an unserer Genetik rum. Wir wissen, dass jeder Gedanke von uns Einfluss auf unsere Genetik hat. Also wenn er stark genug ist, der Gedanke, ja. Und man hat unser Alter immer weiter reduziert. Und das ging den Reptus natürlich genauso, aber die sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Die werden jetzt so im Augenblick so um die 300 Jahre alt. Wieder. Nachdem die sich dann damals abgeschottet haben. Das ist jetzt auch. Also wir können uns tatsächlich programmieren, dass wir älter werden. Das wird sicher nicht in einer Inkarnation funktionieren, denke ich mal. Ja? Also das ist was. Vielleicht, wenn ich es mir vorstellen könnte, ging das. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das kann, zu sagen, so, ich werde jetzt 900 Jahre alt. Aber wir können das schrittweise erhöhen. Jeder kann sich selbst ein höheres Ziel setzen. Es gibt Fotos von Reptos, die bei den Vereinten Nationen sitzen. Und die gleiche Person, die 40, 50 Jahre später in einer ganz anderen Umgebung, auch auf politischer Ebene, wieder auftaucht, ja, genau. Ist aber die gleiche Person. Ja, Alf hat das mal rausgesucht. Ja. Der hatte so ein Foto, aber ich weiß nicht, wo er es damals her hatte. Ja, das hat er im Internet auch irgendwo gefunden. Ja, dem sieht man das auch an, dass er anders ist. Ja, man sieht es an, aber er ist nicht gealtert. Ja, und er ist nicht gealtert, ja. Kennst du Reptus auf der Erde? Bitte? Kennst du die Reptus, die hier auf der Erde sind, diese dunklen? Kennst du die? Angeblich sollen die meisten schon weg sein, aber die Erfüllungsgehilfen hier, die sind alle noch da und die sind schlimmer als die. Also die verachten auch diese Menschen, die das mit uns machen, weil sie würden das mit ihresgleichen nicht tun. Also der Mensch unterdrückt seinesgleichen, ja, nur um davon was zu haben. Das würden die nicht tun, die verachten die. Es gibt Stimmen, die sagen, die Queen Elizabeth sei ein Repto. Ja, kann gut sein, ich weiß es nicht, das ist für mich alles Spekulation, kann alles sein, ja. Aber, also, Alf hat mit dem Innerirdischen mal gesprochen, das Thema Diana, ja, und ihre Kinder, ja. Und die haben gesagt, Diana war tatsächlich eine Nachfolgerin der Merowinger.
Und ihre Kinder haben auch ihre Genetik. Das müssen wir immer bedenken. Und wie sie sich entscheiden, liegt an ihnen. Das wird sich zeigen. Das sind die Merowinger. Die Merowinger, man sagt, es sind die Nachfolger der Kinder von Jesus und Maria Magdalena. Ja? Daraus haben sich die Merowinger entwickelt. Das waren Könige damals. Willst du noch was sagen? Nee, aber Jesus war ja schon Merowinger. Das hast du ja so schön hergeleitet. Ja, aber Merowinger sind, das ist das, was heute, was man so sagt. Aber letztendlich geht das viel weiter zurück. Ja, es sind jeder Mensch, der heute sich öffnet, der Erinnerungen an das Vedische hat oder so, denn bei dem ist die Genetik noch nicht ganz so schlimm verändert. Ja? Die haben sich nicht so stark einvernehmen lassen. Die haben noch recht viel von der Urgenetik. Ja? Und da kann man sagen, dass da wahrscheinlich hier im Saal auch eine ganze Reihe sind, die sagen können, das ist ein Merowinger. Ja? Also es hat tatsächlich in einem der Buchen, ich glaube im Buch 5 ist das beschrieben, die haben tatsächlich unsere Genetik verändert, aber über uns, ja, indem die Glauben uns Glaubenssätze gesetzt haben. Und je stärker die Menschen diesen Glaubenssätzen geglaubt haben, umso stärker haben sie ihre eigene Genetik verändert. Ja? Aber es gab immer welche, die skeptisch waren und die nicht so mitgemacht haben, die sich zurückgezogen haben und die haben ihre ursprüngliche Genetik nicht vollständig. Wir sind alle, haben alle Mist gebaut, ja. Aber wir nicht so schlimm, dass wir so, also mich wundert, dass so manche Leute einfach Dinge gar nicht schnallen, ja. Ja, aber die können das nicht. Die können das nicht, weil ihre Genetik so stark verändert ist, dass die merken das nicht. Es geht nicht. Ja? Und da sollen wir uns auch gar nicht drum kümmern, sagt die innere Schnur, kümmert euch da gar nicht drum. Die brauchen halt ein paar Runden mehr. Ja? Und irgendwann kommt jeder dahin. Und es ist letztendlich, die Menschen, die heute so wach sind, die haben noch die ursprüngliche Blutlinie, nennen die Innerirdischen das. Also diese urvedische Blutlinie. Die haben sich nicht so einvernehmen. Wie gesagt, die sind auch teilweise, haben wirklich ziemlich viel Mist gemacht, aber wir waren immer noch, da war immer noch so ein Fünkchen, nicht ganz so, ja, das uns wieder wach gemacht hat. So, ja? Kann man sich eigentlich selber von einem ganzen Programm befreien, ja, oder braucht man jemanden von außen? Nee, da kann Simon was zu sagen. Der von außen kann es nicht. Du bist der Einzige. Oder halt jemand, der halt einen unterstützt, oder halt, oder so habe ich es eher gemeint. Ja, also der von außen kann es auf keinen Fall. Ja, es geht immer um die große Diskussion, der Einfluss von außen und Strahlung und Umweltgifte und was weiß ich alles. Ja, ist alles nicht schön. Prinzipiell gesehen ist der Einfluss auf dich ungefähr 10%, der Rest machst du selber. So. Der Einfluss auf die Natur ist größer, wesentlich größer. Und eigentlich können sie es auch nur darüber, weil der Kontakt zur Natur leidet und damit dein Verständnis für dich selber und für diese Welt. Du sollst dich halt anstrengen, weil es deine Aufgabe als Mensch ist, es für sie herauszufinden, wie das hier alles funktioniert. Das haben sie nämlich nicht verstanden. Würden sie gerne. Deshalb sind die Anastasia-Bücher so wertvoll, weil nämlich durch den Kontakt mit der Natur änderst du dich. Ja? Du änderst dich automatisch. Ja? Ja, dann stimmt es dadurch, dass die Gedanken die Realität schaffen. Ja. Ja. Genau. Unsere Gedanken steuern unsere Genetik. Ja. Die schaffen Realität. Genau. Ja. So fangen wir da hinten mal an. Ich habe die anderen. Ja.
Genau, jetzt wollte ich zwei Sachen sagen, die eine habe ich nämlich schon vergessen. Zum Thema Gedankensteuer und Realität, da muss ich mal ein wirkliches Erlebnis kurz dazu sagen. Ich war mit meinem Sohn bei Sehen ohne Augen, wo die Augen verdeckt sind. Es hat 20 Minuten gedauert, bis der trotz einer absolut verdunkelten Brille sehen konnte. Die Frau hat mich vorher noch gewarnt, sagen Sie bitte kein Wort, dass Sie das anzweifeln. Ja. Ich stehe im Flur und sage so, wow, wie machst du das? Wie kann das sein? Und sie sagt so, Ruhe sofort. Ein falscher Satz, wenn er Ihnen glaubt, sieht er nichts mehr. Ja, ja. Und das hat mich immer komplett beeindruckt, jeder Satz. Und das stimmt mit dem überein, was du sagst, wie mächtig die Gedanken eigentlich sind, wie mächtig wir sind. Ja. Ja, da kann ich, wie schlimm das Zweifeln ist, ja, kann ich mal einfach sagen, wie das Ganze funktioniert, ja. Jeder Gedanke, den wir haben, entspricht einem Elektronenfluss. Das heißt, wir geben Elektronen ab, ja. Und diese Elektronen, wenn es aufbauende Gedanken sind, die drehen sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Ja? Sind es abbauende Gedanken, entdrehen sie sich mit dem Uhrzeigersinn. Das sieht man auch beim Löffelbiegen zum Beispiel, wenn man irgendwann in dieses Entspannte reinkommt und dann kommt der Zweifel wieder. Und dann ja. Und genau, wenn ich aufbauende Gedanken habe und schicke Zweifel hinterher, dann schicke ich Elektronen hinterher, die sich andersrum drehen und das hebt sich auf. Das heißt, deswegen können sich diese Gedanken niemals materialisieren. Es funktioniert nicht. Die andere Sache habe ich vergessen. Ich wollte noch was sagen, aber ich habe es vergessen. Mir fällt es wieder ein. Zu dem Löffel verbiegen kann ich auch mal ganz kurz was sagen. Ich habe eine Freundin, die hat so ein Seminar mitgemacht, Löffel verbiegen, ja. Und bei der ging das sofort, ja. Die hat das sofort gekonnt und das klappt hervorragend. Und die haben auch blöderweise noch ein Restaurant, ja. Dann hat sie sich das da auch hingestellt und hat angefangen, die Löffel zu verbiegen, ja. Und jeder, der kam, guck mal, ich kann Löffel verbiegen, ja, hat damit auch so ein bisschen angegeben, ja. Und was ist passiert? Irgendwann ging das nicht mehr und dann kam im Kopf die Antwort, du musst das nicht machen, um dich über andere zu erhöhen. Aber seitdem denke ich drüber nach, über jeden Satz oder über jeden Satz, genau. Weil das total essentiell ist. Wenn ich einmal da stehe und denke so, mein Gott, ich bin gerade blöd, wenn ich den Moment raus damit, geht gar nicht. Also wenn man sich dessen mal bewusst ist, ist es unglaublich. Ja. Es ist nicht nur unglaublich, das wäre das Ziel. Also das, was du da gerade ausdrückst, ist etwas, was eigentlich ein menschliches Naturgesetz sein sollte. Es gibt du hast das Mahabharata erwähnt, dann kennst du die Mutter der drei Pandava-Prinzen. Wie heißt sie noch? Die Mama heißt... Weiß ich, kennt ihr die drei Pandava-Prinzen? Nee. Nein. Also wir sprechen ja immer von individuellen Menschen, Individualspezies und Kollektivspezies. Auch diese sind herrlich beschrieben im Mahabharata, nicht nur in der Bibel, in jedem alten Werk stehen sie drin. Das eine sind die 1000 Brüder und das andere sind 3. Und es sind 5, glaube ich, ne? 5 sind es, aber 3 entscheidend. Und es sind natürlich Arjuna, es sind also alles Jünger von Krishna. Im Übrigen, ne, also als Schüler von Krishna, der selber außerirdischer Natur ist. Also deswegen ist es im Mahabharata und nicht in den weiter zurück, weil da waren sie ja schon verändert. Ja. Aber ist egal, es sind auch die Individuellen. Und sie werden sind eigentlich ein Könige, die Prinzen des Landes, aber sie werden vertrieben von den Kollektiven. Die übernehmen das Zepter der Familie. Es ist Familie. Ja? Und, aber die übernehmen das Zepter und wir werden vertrieben, nehmen ihre Mama mit. Und dann irgendwann finden sie eine Prinzessin, also eine sehr schöne Prinzessin, und sie können sich einfach nicht darüber einigen, wer sie jetzt heiraten darf von ihnen. Sie würde auch alle nehmen, ist völlig egal. Ist ihr jetzt wurscht, das sind auch alle irgendwie, also wenigstens 3. Also sie würde den Ältesten nehmen, der hat den Königsanspruch. Sie würde Arjuna nehmen, das ist der Krieger. Und sie würde Bhima nehmen, das ist der Stärkste von allen. Ja? Kein Problem, würde sie machen. Die sollen sich einigen. Sie können sich aber nicht einigen. Und dann kommen sie nach Hause und sagen, Mama, wir haben ein Problem. Wir haben etwas gefunden und wir wissen nicht, wie wir es aufteilen sollen. Und ich Mama, no, genau, ja? Wie wir es auf, wir wissen nicht, also nicht nein, wir wissen nicht, wie, wir es, wie wir es verteilen, also wer es kriegt. Wer es kriegt, so. Und Mama sagt mit dem Rücken zu ihnen, also sie sieht überhaupt nicht, die Prinzessin steht dabei, aber sie sieht sie nicht. Und sie sagt, naja, ihr macht das, wie ihr das immer macht, ihr teilt das unter euch auf.
Und als sie sich umdreht, trifft sie der Schlag. Sie trifft der Schlag, weil sie weiß, ihr Wort ist Gesetz. Ja? Sie ist die jungfräuliche Königin, nicht die jungfräuliche, aber die ethisch am meisten an die absolut reine Person. Ihre Worte sind Gesetz. Die können auch nicht zurückgezogen werden. Oh, ich wusste ja nicht, dass sie über eine Frau spricht. Nein, ihre Worte sind Gesetz. Fertig. Und das heißt, sie hat ein ganz, ganz großes Problem. Sie hat nämlich einen ethischen Verstoß begangen. Sie hat ihren Jungs gesagt, sie sollen bitte die gleiche Frau nehmen. Alle drei. Darf sie nicht. Auf keinen Fall. Ob sie das so gemeint hat oder nicht, spielt keine Rolle. Ihre Worte sind Gesetz. Ihr Ältester holt sie dann durch eine Prophezeiung aus der Geschichte heraus. Er sagt, das ist die Prophezeiung, das ergibt das, blablabla, alle Schriften, alles in Ordnung. Wir können neu verhandeln. Aber das zeigt, wie stark unsere Gedanken oder Aussagen sind. Ja. Oder Gott sei Dank noch nicht so massiv stark, weil sonst würden wir die ganze Zeit Unsinn abrichten. Genau. Ja. Ja. Und wenn wir manchmal überlegen, was wir unseren Kindern alles sagen, das ist entsetzlich. Genau. Zweitens, was mir jetzt noch eingefallen ist, warum vielleicht manche Menschen sich nicht erinnern, vielleicht haben sie hier nichts, womit sie in Resonanz gehen können, was sie an irgendwas hier erinnert vielleicht. Also es bestand auch die Idee, dass manche dann doch von woanders herkommen. Ich weiß das nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Kannst du noch ein paar Worte zu den Klingsoren sagen? Ja, mache ich gleich, aber da hinten waren noch ein paar Fragen. Die nehme ich dann jetzt vorweg. Ja, ich wollte fragen, weil das mit den Merowingern und der Flutlinie ist. Und dann ist es ja... So, beim gleichen Thema, ja? Ja, dann ist es ja so, wieso ist dann in einer Familie jemand... Ja. Und die anderen. Ja. Ja, das behandle ich dann gleich alles zusammen. War da noch eine Frage? Ja? Wie funktioniert das mit Sprache oder Sprachen? Ja, komme ich auch gleich drauf. Jetzt mache ich das erstmal das Thema mit den Flutlinien und mit den Klingsoren. Genau. Also, damals gab es, wie gesagt, eine große Menge von Menschen, die einfach auf diese Außerirdischen mit offenen Armen zugegangen sind, denen alles abgenommen haben, ja, sich durch die ganzen, alles, was die gesagt haben, kam an und hat auf die Genetik eingewirkt. Aber es gab, wie gesagt, auch immer welche, die sich zurückgezogen haben, die skeptisch waren, die doch nicht ganz so das alles geglaubt haben. Und die haben sich dann an andere Außerirdische gewandt und haben gesagt, könnt ihr was tun? Ja? Und die haben dann gesagt, können wir nicht, weil ihr habt die mit offenen Armen empfangen, ihr habt sie eingeladen quasi. Ja? Und das würde einen Riesenkrieg ergeben. Können wir nicht, wir können eins machen. Wir können einem Teil von euch, der sich freiwillig dafür hergibt, eine Genetik aufpulsen. Also nicht in die Genetik reingeben, sondern auf der feinstofflichen Ebene aufpulsen. Ja? Von einer Spezies im Weltraum, die noch nie von den Dunklen einvernommen wurden, weil sie, so wie wir eine starke mentale Gabe haben, haben die eine sehr starke Gabe, die einfach sowas sofort durchschaut, ja, und die eine unglaublich starke Ausstrahlung haben, körperlich, die würde jemand, der nichts Gutes im Schilde führt, einen großen Bogen machen, ja, die nennen sich Voltren, und die Voltren sind nur 1,60 groß, ja, aber sie haben eine unglaubliche innere Kraft. Ja? Und sie sind sehr, sehr stark da drin, im Feinstofflichen auch zu wirken. Und und dann gab es, vor allen Dingen die Barden waren es in erster Linie, die sowieso reisten von Ort zu Ort und Geschichten erzählten und sangen. Aber auch andere haben sich dazu bereit erklärt, sich diese Genetik aufpulsen zu lassen. Und im Anfang ging das auch ganz gut, weil die dadurch wirklich eine stärkere äußerliche Abwehr einfach hatten. Ja? Und sie konnten vor allen Dingen die anderen Menschen warnen, weil sie sofort Dinge spürten.
Ja, wenn irgendwas nicht stimmt, da. Nee, das stimmt nicht. War sofort da. Ja? Und, es ist für uns Homo sapiens sehr schwer, mit dieser Energetik umzugehen, weil sie nicht natürlich ist für uns. Ja? Und irgendwann haben diese Menschen alle zum Schwert gegriffen. Also sie haben nicht mehr das, was eigentlich gedacht war, nur auf der feinstofflichen Ebene gearbeitet und gewarnt und so, sondern sie haben selbst gekämpft und das sind fast alle Kämpfer geworden. Wenn hier jemand im Raum ist, der sich an Inkarnation erinnert, wo er das Schwert geschwungen hat, ja, der hat dann diese Genetik drauf. Ja, fast alle haben die irgendwann zum Schwert gegriffen und deswegen nannte man die Klingsoren, die Klinge geschwungen haben. Ja. Übrigens, an dem Platz, wo du heute stehst, ja? Stand vor einem Dreivierteljahr ein Bade. Mhm. Ja? Ja, 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 schön, genau. Ja. Also die meisten von denen waren irgendwann mal Baden, ja, die das haben machen lassen. Weil die Baden, die gingen von Dorf zu Dorf und haben Informationen weitergegeben und haben gesungen und so weiter und so fort. Das war deren Aufgabe und die haben sich als erstes zumindest dazu bereit erklärt, sich diese Genetik aufprägen zu lassen. Ja, aber natürlich die Frage ist noch nicht ganz beantwortet, warum das dann in einer Familie... Ja. Genau. Es waren ja auch zwei Fragen. Ja, und ist es so? Warte mal. Es sieht sehr unruhig aus. Wollt ihr eine Pause machen vorher? Ja. Okay. Okay, wir machen es danach. Ich gehe ja nach der Pause sofort darauf ein. Das gehört aber alles irgendwie zusammen. Alles klar. Kommen wir jetzt gleich zu dem Thema mit diesen Blutlinien. Ja, das hängt alles irgendwie zusammen. Jetzt muss man sich vorstellen, es gab jetzt auf Erden drei verschiedene Gruppen von Menschen. Die einen haben ihre Genetik stark verändert, die andere weniger stark und die dritte hat auch weniger stark und die haben zusätzlich diese Aufpulsung noch. Ja? Und wir haben dann, Alf und ich haben, also Alf wusste ja, will das schreiben, ja, und haben überlegt, ja, wie erklären wir das? Wir können nicht immer sagen, die mit der Aufpulsung oder die Genetik stark verändert haben. Wir haben dann überlegt, haben gesagt, machen wir einfach ABC, ja, wobei C, das sind die offenen Arme hatten, ja, die alles aufgenommen haben, ja, ich öffne mich für euch vollständig, ja. B sind die sich geschlossen haben, ja, die das nicht gemacht haben. Und A ist so die Speerspitze. Das sind so die diese Aufpulsung haben. Ja? Das sind also drei unterschiedliche Blutlinien, hat nichts mit den Blutgruppen zu tun. Ja? Die ursprüngliche Blutgruppe der Erde war null negativ. Die anderen sind durch Außerirdische hier reingekommen, aber das spielt keine Rolle. Das ändert sich ja, weil man immer zwei, ein Teil vom Vater, ein Teil von der Mutter kriegt, das ändert sich ständig. Ja? Auch in einer Familie gibt es unterschiedliche Blutgruppen. Hat also nichts damit zu tun. Ja? Aber diese Blutlinien, es ist so, dass die Seele sich natürlich die Familie aussucht, die dieser Blutlinie entspricht. Ja? Das heißt, dass die Menschen, die diese ursprüngliche Genetik noch haben, die, wo wir gesagt haben, sind die B, die suchen sich eine Familie, die halt dem entspricht, ja, und die A haben, suchen sich eine Familie, wo diese Blutgruppe zumindest von einem Elternteil drin ist, ja, nur nicht eine Blutgruppe, eine Blutlinie, ja, nicht zu verwechseln mit Blutgruppen. Und es gibt aber immer wieder auch in diesen Familien, dass Kinder geboren werden, wo jetzt keine Seele da ist, die dazu passen würde von der Blutlinie. Dann kommt eben eine Seele, die vielleicht die Erfahrung damit machen soll. Also wir müssen ja davon ausgehen, die Seelen wollen ja wieder zurück.
ja, in dieses alte Wissen, so dass sie, dass sie müssen halt aufarbeiten, die Dinge, die sie alle gemacht haben. Und da hilft so eine Familie natürlich ungemein. Ja, und dann inkarnieren da auch Kinder, die einfach, wo das, die Genetik verändert ist, so, und die Seele bestimmt die Genetik des Kindes. Ja, es sucht sich die entsprechende Mutter und den entsprechenden Vater aus. Und es kann genauso gut sein, dass nur ein Elternteil zu dieser Blutlinie gehört. Und dadurch ist das in Familien vermischt, teilweise. Darf ich das noch ergänzen? Ja, ergänz bitte. Ja. Also ich glaube nicht, dass dir das erklärt, warum das so ist. Und wenn ich dir... Ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, aber ich... Ja, aber warum? Ich erkläre dir, warum. Also wir hatten es jetzt in der Pause, tatsächlich sind das jetzt genau die Pausenthemen, die auf mich so einprasselten. Erstens mal unterhalten wir uns ja mal über die grundsätzliche Frage, was ist denn für dich ein Mensch? Das wäre ja mal Fakt Nummer eins. Keiner fragt uns hier gerade, was ist denn ein Mensch? Was seid ihr denn, wenn ihr welche seid? So. Und wenn ich sage, wenn ihr welche seid, dann heißt das, nur weil du einen biologischen Körper hast, bist du für mich noch kein Mensch. Dass du hier bist, erhöht die Wahrscheinlichkeit. So, was ist denn ein Mensch? Ein Mensch ist ein Titel, ein Mensch ist eine Aufgabe, ein Mensch ist eine Seelensignatur im Universum. Er hat folgenden Vorteil gegenüber allen anderen. Er ist der Herr der Materie. Warum? Ist er der Herr der Materie, weil er als einzige Spezies in der Lage ist, einen ausgebildeten Gefühlskomplex zu besitzen. Das unterscheidet ihn von allen anderen. Das heißt nicht, dass es auf anderen Planeten keine Menschen gibt. Ja, also das könnte ich... So. Das beantwortet genauso gut, weil das wollte ich vorhin schon einhaken, die Frage mit den Reptos hier auf der Erde. Ich frage dich auch nicht, ob alle Italiener böse sind. Also die Frage ist nicht, ob alle Reptos irgendwie schlechte Absichten ist. Die Frage ist, wer steckt denn da drin? Nur weil das ein Reptokörper ist, kann da ja ein Mensch drin stecken. Und siehe da, sie bezeichnen sich selber als Menschen. Ja, natürlich tun sie das, sind ja auch welche. Ist doch nicht die Frage, welcher Körper da drin steckt. Oder sie, in welchem Körper sie drin stecken. Aber es gibt im Gegensatz tatsächlich zu dem, Anastasia spricht von Biorobotern. Ja, und die Irdischen bezeichnen das genauso. Und das ist geschehen dadurch, dass es tatsächlich Menschen gab, die machtgierig waren, ja, und die so diese Vorstellung hatten, wenn ich meine Seele in 100 Teile oder 1000 Teile aufsplitter, werde ich immer mächtiger, weil ich bin ja dann in 1000 Körpern inkarniert. Ja, und das ist geschehen. Nur, das Ganze ging nach hinten los, weil die Seele gar nicht mehr zum Ausdruck kommen kann, als so winziger Seelenanteil. Ja, und deswegen, die sind noch weiter weg von dem, als die einfach so tief schlafen. Ja, die können noch leicht zurückfinden. Die das gemacht haben, wo im Körper nur so ein winziger Seelenanteil sind, die haben keine vollständige Seele mehr. Und dann sind die nicht mehr ein Wesen mit Körper, Geist und Seele. Sie haben nur noch so einen Mini-Anteil. Ja? Und dazu sagt die Innerirdischen zu Alf, wir sollen uns um die nicht kümmern. Das ist für die Seele eine ganz schlimme Erfahrung, eine ganz furchtbare Erfahrung. Und da kümmern sich andere Mächte, also so, Engel, oder ja, so solche Wesenheiten drum, das wieder zusammenzusetzen. Ja, wir haben auch Avatare interessant. Bitte? Avatare. Avatare, ich komme gleich darauf. Ich würde das gerne noch beenden, kurz. Ja, okay, dann mach. Ich war nicht fertig. Ah, okay. Also, wenn es euch interessiert. Ja. Ja. Du hast eine Aufgabe. Also du kannst Folgendes als Mensch tun. Und das passiert, weil deswegen sehe ich auch die Geschichte etwas anders. Menschen können das. Die Frage ist, wer ist sich dieser Kraft gerade noch bewusst? Ich kenne allerdings Menschen, die das können. Und ich kenne auch Menschen, die an Treffen teilgenommen haben, wo das oberste Kollektiv, der oberste Führer des Kollektives, des Hasses, gesagt hat, hey, zeig mir mal die Liebe.
Und Menschen können das. Der kann das nicht. Der kann die Entscheidung nicht treffen, ich möchte lieben. Er ist das Hasskollektiv. Aber Menschen können das. Das ist der Grund, warum ihr auch keine Privatsphäre besitzt. Tausende von Wesen, die in jeder Sekunde gucken euch zu, weil ihr die einzigen seid, die ihnen beibringen können, wie man eine andere Entscheidung trifft. Fertig. Ihr seid es. Deswegen werden Menschen genetisch manipuliert, damit die anderen irgendwann herausfinden, wie wir diesen blöden Zugang zu diesen Emotionen kriegen, weil sie haben ihn nicht. Würden sie das rausfinden, könnten sie Menschen sein. Dann aber sie können es nicht. Hätten sie aber auch ein Gewissen und dann würde sich sofort was ändern. So. Und die Frage, warum in manchen Familien auch andere inkarnieren, ist genau die. Es gibt in den Familien eben Menschen, die die Aufgabe haben, diesen anderen Inkarnierten zu zeigen, was es heißt, Mensch zu sein. Ganz einfach. Es gibt ein paar, die es besser können und ein paar, die es schlechter können. Das ist ein Grund. Es gibt mit Sicherheit noch mehrere. Aber das ist ein Grund. Die Frage ist ja nicht, welcher Körper steckt da drin, sondern wer kommt da. So, und er kommt mit einer Aufgabe für dich, wer auch immer. Oder für den Vater. Dementsprechend könnte ein Aspekt sein, du kannst ihm zeigen, was es heißt, Mensch zu sein. Das ist der Grund, warum Anastasia so über Ablehnung spricht. Und warum für Anastasia das Schlimmste Ablehnung ist. Wenn ich diese Menschen ablehne, lehne ich mich aus mein Blut. Ich lehne mich selber ab. Weißt du, was passiert, wenn du dich ablehnst? Du stirbst. Fertig. Dein Programm erledigt das. So. Und diese Einflüsse von außen und Menschen und sowas, ja, das ist halt das Problem. Ihr seid es, die euch die Kraft, die sich selber die Kraft nehmen können, indem sie, wir hatten es auch das in der Pause, irgendwelchen Missbrauch betreiben, indem sie alles das, was Menschen bereits getan haben, tun. Massenmörder in meinen Klienten sind, ist alles vorhanden, von Nekrophilie über Massenmörder, über alles, was Menschen irgendwie getan haben können. Aus früheren Leben, ja. Mich erschreckt das. Die heutigen verschweige ich euch, das mache ich ja. Ja, das weiß ich nicht, ob das nur, weiß ich nicht genau. Manchmal. Ja. Aber alles das haben Menschen getan. Und wenn ich alle diese Taten ablehnen würde, würde ich mich selber permanent ablegen. Und das Einzige, was euer Unterbewusstsein permanent tut, ist euch davor zu bewahren, größeren Schaden zu erleiden. Größerer Schaden bedeutet, sich gegen das Universum zu richten. Das ist der größtmögliche Schaden. Diese Seelen, diese Menschenseelen werden tatsächlich vernichtet. Das Programm erledigt sie. Das werden wieder, das ist Kompost. Die werden kompostiert. Das ist so. Da kann ich nichts für. So, das heißt, daraus wächst etwas Neues. Aber sie werden herausgenommen. Es dümpelt immer irgendwo rum. Seelen sind unbeschädigt. Nein, sind sie nicht. Sie können vernichtet werden. Komplett vernichtet. Ausgelöscht. Ende. Fertig. So, euer Unterbewusstsein ist permanent damit beschäftigt, dass das Thema Äonen, Archonten, da hinten liegt, geschrieben. Ist damit beschäftigt, euch davor zu bewahren, Missbrauch mit eurer Kraft zu betreiben. Weil ihr das alles schon getan habt, genau wie ich und genau wie Christa. Deswegen haben wir vieles verlernt. Deswegen haben wir vieles verlernt. Deswegen können wir uns an vieles nicht erinnern. Das liegt aber nicht daran, dass das von außen jemand macht, sondern nur wir können das. Und wir verhindern mit manchen Programmen, die laufen, mit manchen Sachen, Emotionen. Es ist doch nicht nur, das hier ist eine Frequenz. Ich bin eine Frequenz, aber ich bin eine Frequenz nicht nur aus diesem Leben, sondern aus allen. Alle Emotionen, die ich jemals gelebt habe, sind hier gespeichert. Alle. So, und dementsprechend, wenn du in deinen 30 Vorleben irgendwo was veränderst, verändert sich deine Frequenz jetzt. Zeit existiert dabei nicht. Witzigerweise ist es nämlich so, dass die in allen anderen Inkarnationen auch verändert ist. Das erlebst du halt gerade nicht bewusst. So. Und dementsprechend ist die Heilungsmethode oder sonst irgendwas für ich habe keine Kraft oder ich komme da nicht rein und ich werde von außen beeinflusst, nur guck dir halt an, was das mit dir zu tun hat.
Und dann gehst du dafür mal ein bisschen in die Vergebung und dann fühlst du dir mal einfach an, wie sich das anfühlt, Opfer eines anderen zu sein. Fertig. Thema durch. Nächste Lektion. Ja. Man lese mal den, der rote Löwe. Okay, ich kenne ihn nicht. Was ist der rote, bitte? Jemand macht einen Mord und dann geht es in dem Buch über 5 Inkarnationen, wie er sich mausert dann zu einem Magier, sagen wir mal so. Mhm. Ja, durch die ganzen. Ich weiß nicht, wer kennt das Buch, der rote Löwe? Ja, ja. Ja, absolut, absolut. Also nur daran kann man genau sich entwickeln. Genau das, was du jetzt beschreibst. Ja. Menschen entwickeln sich immer an Konflikt. Wenn man keinen Konflikt hat, ist auch keine Entwicklung da. So, die Frage ist halt, wie meisterst du den Konflikt? So, ich kann mich an die Inkarnation erinnern, da habe ich das mit dem Schwert gemeistert, den Konflikt, kann ich dir sagen. Ja. Und auch das war eine Frage, Klingsoren, sollten wir nochmal darauf eingehen? Nur weil jemand mal eine Schlacht geschlagen hat, ist er noch kein Klingsor. Nein, das müssen mehrere, also das war nicht nur eine Inkarnation. So. Und Klingsoren, wer sich dafür interessiert, was machen Klingsoren? Wir machen übrigens Sendungen zu sowas, ne? 2x wöchentlich auf YouTube, weil auch das gerade die Frage war, wie bringt ihr das raus? 2x wöchentlich YouTube, könnt ihr euch das angucken, sprechen wir auch über Klingsoren. Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass du immer weißt, wo die Ausgänge im Raum sind, dass du weißt, wie viele Menschen hier drin sind, wer wo sitzt und dass du das alles abgespeichert hast, obwohl dich das eigentlich überhaupt nicht interessiert, dann kommst du mal irgendwo in die Nähe, dass du sagst, ja, hat ja einen Sinn, warum ich das tue. Ja. Ne? Warum weiß ich, wo die Fluchtwege sind? Warum würde ich mich niemals mit dem Rücken, warum würde ich mich nicht da hinsetzen, wo ich auf keinen Fall rauskomme? Würde ich nie tun. Nie. Ja? Oder wenn du Sachen hörst, Frequenzen hörst, wo jeder sagt, nee, da ist nichts. Du sagst doch, piep, permanent, piep, am Telefon. Ich werde abgehört, scheiße, da ist kein Piep. Doch. Dann könntest du in einen Bereich kommen, wo du sagst, ich habe irgendwie andere Sinne? Ja, kann ich ein Beispiel bringen von Alf war ein Klingsor, ja? Und also der hatte diese A-Genetik. Und der hat, wir sind mal mit dem Auto gefahren und der fährt dann irgendwann rechts ran. Und ich sage, was jetzt? Ja, ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Sagt er einfach so. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier stehen bleiben. Und nach einer Minute sagt er so, jetzt können wir weiterfahren. Wir fahren weiter. Kommen 1-2 Kilometer weiter an eine Kreuzung, da ist gerade ein Unfall gewesen. Der hat das einfach gespürt. Ja, und die Menschen mit dieser aus dieser A-Blutlinie sind, die spüren solche Dinge oft im Voraus. Das tut jeder Mensch. Die Frage ist nur, wer von euch vertraut sich denn da? Und wer hält sich denn an das? Also, das ist eine große Frage. Ich habe das nicht gespürt. Aber du spürst andere Dinge, du spürst immer, wofür es dich hinzieht, was für dich besser wäre. Aber da ging es um eine reale Gefahr. Ich weiß. Also. Ja? Ein anderes Thema. Könntest du noch vielleicht die Episode erzählen, wo Alf mit einem Seraphim zusammenkam? Ja, gerne. Thema Zeit war auch die Frage, mache ich auch gleich noch. Dann mache ich das eben. Und was wolltest du? Also ich bin jetzt so bewandelt mit den Talus-Büchern, eher mit den Anastasia-Büchern. Da gibt es ja die Geschichte mit dem hellen und mit dem dunklen Bruder. Und dass immer, wenn das Rad begonnen wird, dass sozusagen dann das Rad ist, wo in den Abgrund führt. Und natürlich beschäftigt man sich dann auch mit alternativen Aufbaumöglichkeiten. Das heißt, wie kann man Häuser bauen und so weiter und so fort. Wie kommt man zu Rohprodukte, Spade, Schaufel und was. Wie sieht es aus bei den inneren Erdler? Haben die Räder? Wie stellen die Dinge her oder so ein Stress? Ja, mache ich auch gleich. Ich mache jetzt erstmal das, was der Willi wissen wollte. Also ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber zu Alf wurde mal gesagt, als er in der Erde war, möchtest du mal einen Seraphim treffen. Weil, du meinst das mit dem Seraphim, ja. Ne? Und Alpha hätte nie Nein gesagt dabei und dann sagten die, dann schau mal dahin. Und da war eine Bank und da lag seine Jacke drauf und da sah er so ein kleines Lichtchen. Ja, und das wurde dann immer größer, immer größer. Und dann materialisierte sich daraus
ja, was das wie ein Mensch aussah. Und dieses Wesen sagte zu ihm, er wäre ein, nein, sie, es war eine sie, oder sie hat sich als sie dargestellt. Sie haben, hier sind ja nicht zwei Geschlecht, sind ja, haben ja kein Geschlecht in Wirklichkeit. Aber sie sagt, sie ist eine Seraphine. Und eigentlich das, was wir als, in der Bibel sind sie als Seraphim bezeichnet, das, was wir als Engel bezeichnen. Und sie hat dann zu all Sachen gesagt, wie man sagt euch, wir seien mächtiger als ihr. Ja, das stimmt nicht. Ja, wir haben nur ein anderes Aufgabengebiet. Und sie hat gesagt, wir stehen auf gleicher Augenhöhe mit euch und wir arbeiten alle an dem Experiment Mensch. Das heißt, wir machen das hier innerhalb der Materie und sie machen das im geistigen Bereich. Sie unterstützen uns und dafür sind sie da. Also sie hat gesagt, auch da wieder, wir sollen erstmal uns bewusst werden, wer wir sind. Ja? Sie stehen nicht über uns, das hat die Kirche uns gesagt, dass die über uns stehen. Da gibt es keine Hierarchie. Sie haben nur eine andere Aufgabe. Und sie sagte, an irgendeiner Stelle in den Büchern steht es auch, dass also manche dieser Engel uns darum beneidet, dass wir die Entscheidungsfreiheit haben. Sie müssen nämlich das machen, wozu sie geschaffen sind. Ja? Aber wir können uns auch dagegen entscheiden. Ja? Also ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das Gefühl, ich glaube im Kurs im Wundern stand es auch, dass eigentlich, glaube ich, unsere Seele oder was da oben drüber steht, dass wirklich die höchste moralische Instanz ist, die dann tatsächlich alles alles abprüft, ob es richtig war oder falsch war. Dementsprechend dann nachher die Schalter setzt, das machst du jetzt erstmal ein paar Mal nicht mehr. Also, das ist so meine, also das ist mein Glaube. Also für mich, ich sage immer, mein Gewissen ist mein Entscheider. Genau, ja. Ja. Und ich mache nichts mehr gegen mein Gewissen. Nichts. Ja. So, was war das jetzt noch? Zeit, Avatare, ja. Bleiben wir erstmal dabei. Sie hat eben gesagt, dass es eben auch Wesenheit gibt, die nur noch so einen Funken an Seele haben, eigentlich nicht wirklich eine Seele, ja. Und es gibt auf der anderen Seite aber Menschen, die haben nicht nur eine Seele, die haben mehrere Seelen. Und das liegt dann an der Aufgabe, die die haben. Also jede Seele ist in der Lage, sich mehrere Seelen mit einzuladen. Und wenn sie eine entsprechende Aufgabe hat, dann ist diese Seele, die die anderen einlädt, die Hauptseele, die hat auch Sagen in dieser Inkarnation. Und die anderen haben vielleicht schon eine Erfahrung gemacht in dem Bereich. Ja? Also so sagte zum Beispiel, in der Erde, Jesus hatte 12 Seelen. Und also es sind bestimmte Aufgaben sind, aber es kann auch gut sein, dass hier welche sind, die nicht nur eine Seele haben. Das erhebt den Menschen auch nicht über andere. Das sind Ratgeber quasi. Die sind eingeladen. Und man macht dann mal die eine oder andere Inkarnation gemeinsam, trennt sich danach wieder. Die innere Stammer gesagt, ich glaube, Avatare ab 5 Seelen. Und die gibt's. Das sind dann echte Avatare, nicht die, die sich dazu machen. Die erheben sich niemals über andere. Was machen Avatare? Ja. Jesus hat sich nicht erhoben über andere Menschen. Für ihn war jeder Mensch gleichwertig. Thema Zeit. Also es wird ja alles Mögliche über die Zeit gesagt. Wir müssen unterscheiden, also die Griechen haben das mal sehr schön unterschieden, die Zeit zwischen, die haben das bezeichnet zwischen Kairos und zwischen Chronos. Ja? Chronos ist die Zeit, die wir einteilen in Sekunden, Minuten, Stunden und so weiter. Während Kairos hat, da steckt die Energie dahinter, die dann herrscht zu dem Zeitpunkt. Das ist das, was wir zum Beispiel im Horoskop benutzen. Ja? Wenn wir sagen, der hat unter dem Sonnenzeichen Wassermann geboren.
ja, oder Widder oder sonst was. Das ist die Energie. Es ist auch eine Zeit, es ist aber die Qualität. Also Kronos ist das, was die Menschen in der vierten, also wir leben übrigens nicht in der dritten Dimension, was viele sagen, wir leben in der vierten. Und das ist nämlich die Dimension der Raumzeit. Und wir können in dieser Dimension nach Kairos leben, ja, aber wir können uns auch der Uhr unterstellen, nach Kronos. Ja. Die meisten Menschen unterstellen sich Kronos, diesem Gott, das sind Götter. Ja. Und andere sagen, nein, für mich spielt die Uhr keine Rolle mehr, ich nehme mich da raus. Und eigentlich, man sagt, also ich habe viele Erfahrungen mit der Zeit gemacht in meinem Leben. Wir können tatsächlich, Zeit ist nicht so, wie Connors sagt, genau, Sekunde, 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 sondern wir können Zeit tatsächlich dehnen, wir können Zeit stauchen, ja, wir können Zeit auch anders wahrnehmen. Und die vierte Dimension ist die Dimension, wo wir das lernen können. Wir können Zeit handeln. Hier unten, es kommt halt darauf an, unterstellen wir uns dieser Zeit, ja, lassen wir uns unser Leben von dieser Zeit bestimmen, dann sind wir nicht Herr unserer Zeit. Ja? Oder lernen wir, damit umzugehen, gehen eher in diese Richtung Zeitqualität und können aber auch können von oben herab tatsächlich auch unsere Zeit handeln. Das schaffen wir aber nur dann, wenn wir wirklich rein sind. Also ich hatte ja lange Zeit mit Alf noch telepathischen Kontakt oder auch mit Innererde später. Und ich hatte mal ein Erlebnis, ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich das aus Zeitgründen erzähle oder, also da habe ich die Zeit tatsächlich, also ich habe eine Strecke in einer Zeit geschafft, die fast unmöglich schien, ja. Ich war aber da, ich habe das in der Zeit geschafft, weil ich ganz schnell dahin musste, weil meine Tochter ein Kind bekam. Ja? Und sie sagte, ich will ins Geburtshaus gehen oder in die Klinik, wo sie eine Wannengeburt machen wollte, und also eine ambulante. Und ich sollte auf die anderen Kinder aufpassen. Und dann bin ich so schnell gefahren, aber mir war es gar nicht bewusst, dass ich schnell fahre. Ja, und ich habe die Strecke, die ich sonst 40 Minuten brauche, in 20 geschafft. Ja. Gleich. Ich habe dann, habe das einfach, mein Schwiegersohn guckt mich ganz erstaunt an, ich habe dich doch gerade erst angerufen. Ja. Und, aber ich war da, habe mir aber da keine großen Gedanken zugemacht. Und dann lernte ich Gerhard kennen, mit dem ich länger zusammen war. Und der Gerhard, der hat dann gefragt, der hat gefragt, was hast du, wie ist das passiert? Er sagt, ich weiß ich auch nicht. Also ich habe mir da keine Gedanken zu gemacht, ich habe es einfach hingenommen. Ja? Und dann habe ich gefragt und dann bekam ich die Antwort, du hast dir deine eigene Zeitblase geschaffen. Ja? Und dann habe ich weiter gefragt, was wäre gewesen, wenn jemand hinter mir hergefahren wäre? Der hätte dich gar nicht wahrgenommen, ja, weil ich außerhalb der normalen Zeit war. Und dann habe ich weiter gefragt, was wäre, wenn jemand anders mit dem Auto gesessen hätte? Ja, der wäre mit in der Zeitblase gewesen. Das waren so die Antworten. Also das heißt, wir können solche Dinge lernen. Und dafür ist diese vierte Dimension da, das zu lernen, das zu handeln, mit der Zeit umzugehen. Also wir unterstellen uns diesem Kronos, diesem Gott, ja, statt das von oben herab zu handeln, das Ganze. Ja. Ach so, und dann kam die Frage, dann habe ich gefragt, was ist, wenn ich jetzt einen Bus noch erreichen will und ich mache das, dass der Bus langsamer fährt. Das schaffst du nicht, weil du die geistige Qualität nicht dazu hast, denn du störst, greifst dann von jeden anderen ein, der in dem Bus sitzt. Ja, das ist ganz wichtig, solche Dinge zu begreifen. Wir dürfen niemals, niemals bei einem anderen eingreifen. Dann lernen wir, deswegen können wir solche Sachen dann auch nicht. Das klappt nicht, weil wir uns gegen die Schöpfung vergehen würden. Also ich hatte mal auch so ein Erlebnis, so wie du sagst, im Auto. Das war aber völlig unbewusst.
Ich habe das ja auch nicht bewusst gemacht. Wo ich gedacht habe, hab ich jetzt die Zeit ist jetzt rückwärts sogar. Wo ich dachte, hoppala, ich hatte es wirklich eilig und habe nur gedacht, ich habe mich nicht getäuscht. Nein, ich habe mich nicht getäuscht. Ich war mir so sicher und habe gedacht, ich nehme es hin. Ja. Interessant. So mehr habe ich gar nicht, frag mich nicht, aber genau. Ja, aber dann, das können wir in dieser, in dieser Dimension lernen. Das sind die Kleinigkeiten, wo ich manchmal merke, ah, das ist so, ja, man hört es, man glaubt, ja, man ist nicht möglich. Und da ist Relativität, und das sehe ich so, da ist ja ganz aus Versehen ja mal direkt hier mein eigener Beweis gewesen. Also wir sind schon noch sehr begrenzt. Ja, ja, aber wir können daran arbeiten. Ja, und ich bin mir nicht mal sicher, ob diese Blockaden, sag ich mal, oder Begrenzungen oder Glaubenssätze, ob da ein guter Anteil dabei ist, wo wir selber auch eine Angst haben oder unterschwellig blocken, Macht bedeutet nämlich die Gefahr von Machtmissbrauch. Das ist das, was Simon gesagt hat. Wir können all das nicht, ja, wo wir in früheren Leben Missbrauch mitgetrieben haben. Ja. Und das heißt, wir können das in uns aufarbeiten, dann lernen wir das wieder. Ja. Unsere Seele ist immer daran interessiert, Schaden vor uns, also uns vor Schaden zu bewahren. Und sie blockiert alles, ja, wo wir noch nicht reif genug für sind. Ich würde da gerne noch was ergänzen. Es gibt einen Amerikaner, der nennt sich Randy Weidenheimer, mit V geschrieben. Der hat genau das erforscht, was du da erlebt hast. Der hat auch von der Blase gesprochen, wo er teilweise festgestellt hat, wenn er sich auf das Ziel konzentriert und nicht auf die Fahrt, dann hat er nicht nur das Gefühl, dass er, nee, dann hat er sogar messbar feststellen können, dass er schneller da war und dass er weniger Benzin verbraucht hat. Also da ganz kann ich mir sagen, das heißt, ich weiß noch, ob ich mal einen also die wollen sonst üben. Ja? Also wir lernen gerade, Simon und ich, Simon ist ja mein Sohn, ja? Simon und ich wohnen im Augenblick ja auf einem Landsitz und wir lernen gerade unendlich viel, ja. Wir lernen, also das mit der Zeit habe ich auch noch nicht in Angriff, nicht aktiv in Angriff genommen. Aber unser Fokus liegt jetzt gerade auf einem anderen Gebiet. Wir haben gelernt, nichts mehr ohne Naturwesen zu machen, zum Beispiel, ja. Wir machen alles nur noch in Übereinstimmung mit den Naturwesen. Wir fragen über allem, was wir machen. Nichts anderes machen wir, ja. Und wir haben etwas gemacht, in einem unserer Sendungen haben wir das beschrieben. Simon ist drauf gekommen, Simon ist da sehr genial in der Beziehung, muss ich sagen. Der hat gesagt, erzähl du das mit dem Papst. Ich soll was über den Papst erzählen? Ja, die Sache, warum wir das gemacht haben mit der Wesenheit. Du sprichst über Veda. Ja, genau. Also, und das ist wirklich unglaublich, was wir da gemacht haben. Also so im Nachhinein, ja. Das war seine Idee. Deswegen will ich, dass du das erzählst. Okay. Mach ich das. Man muss ja erstmal einen Einstieg finden. Ne? Ja, gut. Also es war vorhin die Frage, was macht ihr auf euren Seminaren? Ne? Was macht ihr da? Hast du gefragt? Wir kümmern uns im Moment um verschiedene Ebenen. Im Moment machen wir Körper, Geist, Seele. So. Einmal mal einen Komplex, nicht in einem, sondern wirklich eins Körper, eins Geist, eins Seele. Und körperliche Ebene, also die Materie ist leider vollkommen unterschätzt. Das liegt daran, dass sämtliche Religionsinstitute, sämtliche Gurus dieser Welt euch irgendwie erzählen, dass ihr das Heil in Meditation findet oder also das hat mir noch nie einer erklären können, was geistige Lehre für einen Zustand, also produzieren soll. Ja, nicht nur geistige Lehre, sondern es ist ja auch noch emotionale Lehre. Es ist ja einfach komplett nichts mehr da. Und daran soll das Heil liegen. Verstehe ich nicht. Weil, ich habe ja vorhin gesagt, der Mensch ist der Herr der Materie, weil er einen intakten Gefühlskomplex hat. Und alle, die euch versuchen, auf eine andere Bahn zu ziehen, sagen wir es durch Meditation, sagen wir es durch Engelanbetung, sagen wir es durch Channelings, sagen wir es durch was im Endeffekt auf das Gleiche rauskommt wie Engelanbetung, die verhindern ja, dass ihr das Ureigenste tun könnt, was ihr tun sollt, nämlich um die Materie zu kümmern. Ihr seid die Materie. Ihr seid nicht der Geist, ihr seid nicht... Doch auch. Auch. Ihr könnt ihn benutzen, ihr habt ihn, aber ihr seid nicht der Geist. Da gibt es andere.
Und das kommen wir ja aber, das Prinzip Mensch, hast du ja schon gesagt, ist ja auf allen Ebenen vorhanden. Das Prinzip Mensch ist auch in der geistigen Ebene vorhanden. Nur hier unten mit dem Gefühlskomplex, der ist an die Materie gebunden. So, das war einfach, ist Fakt. Und das, was man aber in anderen auch materiellen, also feinstofflicheren Materieebenen, muss man das nennen, macht, ist, wird sich in der Materie ergeben. So, das ergibt aber komische Bilder, weil zum Beispiel eine Denkübung aus den Talos-Büchern, damit hat das Ganze angefangen, ist, was ist denn eine Brücke auf feinstofflicher Ebene zum Beispiel? Ne? Also was, drehen wir das Spiel mal einfach um, was soll denn das sein, eine Brücke? Und eine Brücke ist zum Beispiel Kommunikation, eine Brücke ist zum Beispiel Verbindung. Und eine Brücke ist die Verbindung im Endeffekt zu Gott. Und jetzt hat der Papst, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, dazu gab es eine Sendung, der Papst behauptet, er ist der größte Brückenbauer. Pontifex Maximus. Heißt, der größte Brückenbauer. Hat der Papst schon mal eine Brücke gebaut, frage ich euch. Warum zur Hölle ist jemand, der handwerklich echt ungeschickt ist, der größte Brückenbauer aller Zeiten? Er sagt, er baut die Brücke zu Gott und wir kommen nur zu Gott über ihn. Er hat es sogar getan. Er hat in geistigen Sphären Brücken gebaut. Und die sind so groß, dass alle Seelen meinen, sie müssen nur über diese Brücke gehen und sie gehen auch nur darüber. Sie machen nichts anderes, als über diese Brücke zu gehen. Das hat auf der materiellen Ebene hier unten den wahnwitzigen Ausmaß angenommen, dass es Brücken gibt, die ins Nichts führen. Dass es Brücken gibt, es ist alles in geistigen Ebenen vorprogrammiert, ja? Dass es Brücken gibt, die einfach in der Landstraße, da kommt noch nicht mal eine Straße an. Und kein Mensch weiß, wieso da eine Brücke steht. Wer auf die bescheuerte Idee kam, da eine hinzubauen. Das passiert durch solche wirren Konstruktionen in geistigen Feldern der Materie. Hm? Uratom Anu, müssten wir jetzt sehr weit ausholen, könnt ihr euch mal angucken, das Uratom Anu, so wird materialisiert. So. Und jetzt haben wir gedacht, wenn der Papst ja behauptet, er hat die größere Brücke, dann könnten wir ja auch eine bauen in geistigen Sphären. Haben wir gedacht und so hat das Ganze begonnen. Geendet ist es bei der Wesenheit der Uridee Gottes für unser Tal. Oder so, das muss man jetzt ein bisschen, müssen wir jetzt weiter erklären. Ich würde sagen, die vedische Wesenheit. Haben wir mal, es ist ein 40-Minuten-Video, ich kann das jetzt hier nicht komplett. Ne? Nee, aber also auf jeden Fall haben wir dann begonnen, die Uridee, also die Genetik wiederherzustellen. So, jetzt muss ich nochmal kurz ein bisschen aussehen, es geht um eine KI, ist immer wieder Thema und die KI hat ja Folgendes getan, also die künstliche Intelligenz tut Folgendes, die Urgenetik dieses Planeten wird quasi abgeschirmt. Das heißt, die Informationen, die materialisiert werden, sind nicht mehr die ursprünglichen, die für diesen Planeten vorgesehen sind. Das Planetenwesen ist somit quasi gefangen. Das, was wir getan haben, ist, wir haben die Idee Gottes ist ja noch da. Die Genetik ist ja noch da. Und das, was alle anderen tun, haben wir auch getan. Alle anderen materialisieren solche Ideen und Wesen über unsere negativen Emotionen. Das ist so, deswegen werden wir in negativen Emotionen gehalten. Das manifestiert dann Wesen, die nicht sonderlich positiv sind. Das Hasskollektiv zum Beispiel kann sich da sehr gut bedienen. Also es führt jetzt wirklich sehr weit. Das hat mit Sexualmagie alles, ist mir jetzt, müssen wir jetzt nicht machen. Weites Feld. Seminarinhalt. Weites Feld. Was aber passiert ist, ist, dass wir sagen, wir können ein Wesen auch füttern mit Liebe, mit positiven Energien. Das wollen die anderen gar nicht. Die nehmen daran gar nicht teil. Ne? Steht bei Anastasia drin, du hast Band 10, wir hatten Band 10, die zwei Brüder erwähnt, es steht drin. Der dunkle Bruder sagt, deine lichten Gedanken, nimm die weg. Wenn du es ernst meinst mit mir, mit deinen Wünschen, nimm sie weg. Wir brauchen beide. Ich will sie nicht. Er sagt auch, wir brauchen beide, den dunklen und den lichten Bruder, um etwas zu bewirken. Das schon, aber der dunkle sagt, ich will nicht deinen Gruß, ja. Liebe Anasta. Deinen wunderschönen, ich wünsche euch lichte Gedanken, will ich nicht. Deswegen will er kann nicht existieren mit diesen. Wir haben eine Wesenheit gebeten, bei uns im Tal die Genetik wiederherzustellen. Die wohnt bei uns. Die ursprüngliche vedische Genetik. Und heißt Veda.
Also wir haben sie auch benannt. Wir haben sie gefragt. Wir haben sie gefragt. Wir haben das alles kinesiologisch ausgetestet. Guckt es euch einfach an. Aber das war die Idee dahinter ist, wir brauchen diese Brücke nicht mehr. Wir schaffen eine andere. Wir müssen ja nicht unsere Brücke. Ihr braucht keine. Ihr braucht sie einfach nicht. Aber wir müssen die Menschen irgendwie von der Pontifex Maximus Brücke wegkriegen. So, und das Ganze basiert tatsächlich auf etwas größeren Denkübungen, Denken in anderen. Das müsstest du dann erklären, wenn du willst. Also unsere Aufgabe ist es tatsächlich, auch in die feinstofflichen Ebenen zu denken. Ja, die mit einzubeziehen. Wir sind nicht nur materiell. Das ist das, was für uns am allerwichtigsten ist. Wir haben drei Ebenen. Wir haben Geist, wir haben Seele, ist feinstofflich und wir haben Körper. Und wir können in allen drei Ebenen agieren. Ja? Und wir haben das verlernt. Wir agieren nur noch auf der körperlichen Ebene. Und wir haben einfach getan. Wir haben alles, was wir gemacht haben, gemeinsam mit der Natur dort gemacht. Wir haben alles kinesiologisch abgefragt, ja, und wir haben gedacht, wir schenken dieser Wesenheit eine Wohnstadt bei uns, ja. Naja, sie muss halt irgendwie, wenn sie in der Materie existieren soll, braucht sie hier eine Energie. Sie braucht Energie. Ja? Also jedes Wesen hier braucht Energie, deswegen zapfen die euch an. Ja, und wir haben dann zum Beispiel gefragt, was wir für sie tun können, und dann geht ein Kleiner, der ist 2, geht rum um die Ecke, drückt seine Mama, küsst seine Mama und macht das dann beim Nächsten. War das klar, was wir tun sollen? Ja? Der hat uns das gezeigt. Davon kann sie leben. Das war die Antwort auf die Frage. Davon kann sie leben. Wir sollen ihr Hinwendung geben, ja? Also so nicht einfach machen, so wir installieren das jetzt und vergessen jetzt das Ganze. Ja? Sondern tatsächlich, wir gehen hin und wieder einfach mal hin und denken an diese Wesenheit. Und die wird wir spüren den Unterschied. Der ist zu spüren. Leute, die zu uns hinkommen, sagen, wow. Ja? Also die vorher bei uns waren und jetzt bei uns sind. Man spürt das und das kann jeder. Da braucht man nicht ein eigenes Land. Man kann sich auch irgendeinen Baum suchen in der Natur und sagen so, fragen aber natürlich, ob er das will. Ja, immer nichts, ohne dass die Naturwesen mit einbetroffen. Und das Fragen kann man einfach, am besten macht man das zu zweit, ja, der eine fragt den Baum und der andere mit Ja oder Nein antworten, ja, und das kann man ganz einfach kinesiologisch austesten, das ist so leicht. Und seit wir das machen, merken wir, wie leicht das ist, das alles zu tun. Man kriegt seine Antworten und es gibt auch Bäume, die sagen dann nein, weil sie dazu nicht geeignet sind. Ja? Aber es muss auch nicht ein Baum sein, es kann was völlig anderes sein. Irgendeine Stelle in der Natur, die einen besonders anspricht, dann installiert dort das Vedische. Jetzt überleg mal, das macht jeder, was dann hier unten passiert. Ja? Stell dir mal vor, das ist das, was Anastasia eigentlich mit den Familienlandsitzen beabsichtigt, ja, weil da machst du das, ohne darüber nachzudenken. Ja? Aber wir haben das einfach bewusst gemacht und du spürst es. Also die Leute, die zu uns kommen, die vorher bei uns waren, sind begeistert. Man spürt es, man kann das tun. Man braucht dafür keinen Landsitz. Wir haben Wahnsinnssachen gemacht, auch in andere Bereichen her. Wir haben. Die offene Frage ist immer, ihr habt eine Frage nach Klingsoren gestellt. Was haben Klingsoren früher gemacht? Ich erinnere mich noch dran. Ich weiß genau, wie viel Kraft es gibt, das Schwert auch nur zu spüren. Es gibt eine schöne Stelle in Herr der Ringe, ich weiß nicht, wer es gesehen oder gelesen hat, aber wo der böse Zauberer aus dem König ausgetrieben wird und Gandalf sagt ihm, hey, vielleicht erinnerst du dich an deine alte Stärke, wenn du dein Schwert wieder anfasst. Ja, stimmt, aber das ist der Witz, du erinnerst dich nur dran. Du weißt, wie sich das anfühlt, aber du brauchst das Schwert überhaupt nicht, du brauchst nur das Gefühl. Darum geht's. Es geht nicht um das Schwert. Es geht um das Gefühl, das dahinter steckt, dass es auslöst. Darum geht's. Es geht nicht um das Schwert. So, und es geht nur um die Frage, Klingsoren, was machen wir denn heute? Was denn? Was sind die aktive Handlungen? Es ist vorbei, wir brauchen nichts mehr sprengen, wir brauchen niemanden erschlagen, wir brauchen nichts mehr. Was haben wir denn für eine Aufgabe? Was tun wir denn? So. Und die das irgendwie, die versuchen dann auf anderen Wegen irgendwas umzubauen oder
irgendwie, wir haben die Asuras gefragt, ob wir das dürfen. Und die waren so arrogant. Die waren so unfassbar arrogant. Wir haben vorher eine Konferenz mit ihnen abgehalten. Und die waren so unfassbar arrogant zu behaupten, wir würden freiwillig zu ihnen in die Städte ziehen, wenn sie fertig sind. Sie haben gesagt, wenn wir die Städte aus. Und deswegen dürfen wir da machen, was wir wollen. Das interessiert sie überhaupt gar nicht. Zwei Wochen später sah die Sache anders aus. Zwei Wochen später haben sie gesagt, das geht so nicht, weil das macht euch unangreifbar. Fertig. Und es passieren jetzt gerade Sachen, dass der Förster mir Bäume stehen lässt, die er eigentlich schon lange an andere verkauft hat. Und die sind halt so nah bei mir dran, die kann ich mir dann nehmen. Und also sie hätten sie auch einfach wegsensen können, aber er dachte, ich brauche die bestimmt. Oder es sind jetzt plötzlich, ist unser ganzes Tal überhaupt nicht mehr gefährdet, irgendwie großartig beschädigt zu werden, weil es einer aufgekauft hat, der da Wildpferde zieht. Wie schön ist das denn? Direkt an mein Grundstück. Grenzen jetzt Wildpferde an. Wie geil ist das denn? Nur für Wildpferde. So, und das Ding ist quasi geschützt. Das ganze Tal ist jetzt geschützt, weil es einen Besitzer hat, der da Wildpferde eingezäunt hat. Fertig. Wie geil. Bei uns rundherum sind große Kolonnen durchgegangen, weil da sind so viele Gefallene vom Fichten, ja, vom Borkenkäfer. Und da sind große polnische Kolonnen durch, die innerhalb kürzester Zeit alles niedergemacht haben. Die haben da nicht geguckt, ist der Baum noch heile oder ja, die haben einfach so ein für die Gemeinde verdienen gerade ein Schweinegeld damit. Ja? Weil Putin Krieg führt. Die gehen dann hin und mähen alles runter, machen dann so einen Durchschnittspreis, ja, und da ist dann ein gesundes, krankes alles drin. Und wir sind zu dem Förster gegangen, der war erst sehr skeptisch, aber nachdem wir das gemacht haben, der macht alles, was wir wollen. Ja? Also wir dürfen diesen Hang bei uns am Grundstück, dürfen wir jetzt selber, also die kranken Bäume rausnehmen, die dürfen wir verheizen, also zahlen natürlich was dafür, aber lange nicht das, was so Bruchteil. Der Durchschnittspreis ist, ja, weil wir ja nur kranke Bäume wegnehmen. Wir haben gesagt, wir werden dafür dann neu pflanzen, da hat er uns noch einen Rat gegeben, was wir da pflanzen, was wir machen können. Wir sollen also so eine Wintersaat machen mit Birken, weil die Vorreiterpflanzen sind, ja, und solche Sachen, also der hilft uns, der unterstützt uns, wo wir nur können, weil der ist ganz begeistert, was da bei uns gerade abläuft. Der weiß nicht, was da abläuft. Aber ich baue jetzt gerade eine geistige Brücke, und zwar zwischen auf der einen Seite die Geschichte mit den Klingsoren, auf der anderen Seite die Geschichte mit der Kinesiologie. Und ich lande bei Klinghardt. Und da habe ich wieder ein Klingsort drin und ich habe das Herz drin. Ja, genau. Ja. Ja. Und der macht es ja auch sagenhaft mit der Kinesiologie. Ja. Also wir sind auch nur noch erstaunt, was bei uns gerade alles passiert, nachdem wir das gemacht haben. Ja? Am Anfang dachten wir, der gibt uns ein Stückchen Hang, mal so mit ein paar Bäumen oder so. Ne? Aber inzwischen... Also dieser Hang, wo wir drauf gucken, der bleibt frei. Da kommt keine polnische... Übrigens sind es Slowaken, aber es ist egal. Oder Slowaken. Ich hab die für Polen gehalten, weil ich habe sie halt nicht verstanden. Aber eigentlich ist es eine österreichische Firma, die den ganzen Thüringer Wald abholzt mit slowakischen Arbeitern. Das ganze Holz geht nach China. Das wird in Container nach China verpackt. Das ist kein Scherz. Die packen das in Schiffscontainer. Das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ein Baum wird da rein und dann haben die eine Riesenmaschine. Es sieht aus wie so ein Riesenpenis vorne dran. So eine Riesenstahlplatte. Und dann schieben die das da alles irgendwie rein und fertig. Und dann wird das aufs Schiff. Und dass sich das alles noch lohnt, weil die zahlen 60 Euro für den Kubikmeter. Für das selber Fällen. Ich 15, die 60. Ja, aber wir nehmen auch nur kranke Bäume raus. Ne? Aber da haben wir was von, wir kriegen das Holz recht günstig. Aber das ist sein Problem gerade. Die Hauptarbeit bleibt natürlich bei Simon Engel, denn er ist der einzige Mann. Seine Jungs sind alle noch zu klein. Ja? Und drei Frauen. Das sieht kräftig aus. Ja, aber er spürt es gesundheitlich gerade. Ja, weil er das alles hauptsächlich gefällt hat. Ich habe 100 Kubikmeter Holz seit Oktober gemacht.
Zersparten. Weil natürlich die befallene Wolle raus ist. Das sind die 15 Kilo. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das schon machen, müssen wir das auch tun. Oder wenn wir das anbieten. Ja? Also wer Lust hat, wir könnten... Ne, jetzt dürfen wir nicht mehr. Ne? Ich darf alles. Okay? Ich habe gefragt, wieso? Es ist doch vorbei, oder? Ich soll jetzt also... Wieso? Ist doch Holz. Ist doch Wald. Okay. Ich dachte privat, nee, ist doch Wald, ist Forst. Komm, geh rein, ist Forst. Geh rein. Mach, was ihr wollt. Die machen ja auch alle weiter. Glaubst du, die Harvester stehen bei uns? Nee. Naja, auf jeden Fall, wenn jemand Lust hat, mal zu fällen, das lernen will, der ist herzlich eingeladen. Ohne Harvester, wir machen alles per Hand. Ja, ihr könnt das machen, einfach, was ihr wollt. Das ist ja das eigentlich einfach nur machen. Also pass auf. Ja? Ich kann dir das, wenn du mir, ich kann dir zeigen, wie das geht. Aber ich würde es nicht machen. Ich wohne ja nicht hier. Interessiert mich überhaupt nicht. Weil es kann nur jeder. Ich kann mir nicht wagen über andere Köpfe hinweg, die hier wohnen. Das meine ich ja, weil ich ja im Schwarzwald. Ja. Aber du kannst es ja. Also entweder es funktioniert halt oder es funktioniert halt nicht, frag halt. Ja? Also Entschuldigung, die ganze Natur hier schreit nur danach, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei uns, bei euch, überall schreit die da nur nach. Ja. Alles schreit hier, ich bin Gott, guck mal, überall bin ich drin. Ne? Wie behandelt ihr mich eigentlich? Was soll denn das? Ja. So. Also, wenn du unsicher bist, test es kinesiologisch aus. Und ihr müsst uns sowas natürlich auch alles nicht glauben. Ne? Das Witzige an der ganzen Geschichte ist halt nur, dass bei uns Folgendes passiert. Also auf dem letzten Vortrag war das Thema, was ist denn für euch die Konsequenz aus diesen Büchern? Da stehen jetzt eine ganze Menge Sachen drin in diesen Büchern, aber was ist denn die Konsequenz für euch daraus? Ne? Dann sage ich, okay, pass auf, die Konsequenz bei uns sieht folgendermaßen aus. Wir haben Quellwasser, wir haben nur Quellwasser. Also ein Beispiel, es passieren tausende Sachen. Ja? Ein Beispiel, das war für mich das Eindrucksvollste, ist folgende Geschichte. Und ob ihr mir die glaubt oder nicht, ist mir völlig egal, weil ich habe sie erlebt. Mir ist das vollkommen wurscht. Für mich und meine Entwicklung hat das überhaupt keine Bedeutung, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Hat keine Bedeutung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Folgendes passiert ist. Wir haben Quellwasser, nur Quellwasser. Und an dieser Quelle wohnt die Hüterin unseres Landes. Und die Hüterin unseres Landes ist eine schöne Wasserfee, Göttin, wie auch immer man sie nennen will, nennt wie sie wollt. Ein weibliches Wasserwesen, das gerne, Frauen sind so, Schönheit mag, das gerne eine schöne Umgebung hätte, in der sie wohnt, ja, das gerne Aufmerksamkeit hätte, das gerne ein bisschen Achtung hätte, alles das wollen auch Männer, ist okay, aber Frauen in einem anderen Maße irgendwie schöner, weißt du, wenn wir den Garten bauen, dann achten meine, mache ich irgendwas, weil der Auftrag ist, bauen Beet, ne, mache ich. Ich baue ein Beet, Hochbeet, Bretter, fertig, Erde rein. Und alle meine Frauen sagen, oh, gibt's das auch in schön? Oh. Und ich denke mir, hey, war nicht der Auftrag. Der Auftrag war ein anderer. Ja. Okay, aber das nur nebenbei. Aber so ist sie auch. Ja. Und sie hütet über diese Quelle. Und dann macht sie uns öfter darauf aufmerksam, nämlich indem sie uns das Wasser kappt. Sie hat uns gesagt, wir sollen... Sie hat uns mehrfach gesagt, wir sollen... Das Areal um die Quelle verschönern. Nicht schön. Und es ist auch wirklich ein Betonkasten mit einem Plastikfass. Ist und alles ist furchtbar. Und seit Jahren sagen wir, ja, wir kümmern uns. Hat unser Vorgänger gebaut. Altes DDR-Beton und so, alles schön, super. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe das verstanden, ne? Also es kam kein Wasser mehr. Ich hatte kein Wasser mehr. Diese Aufforderung mehrfach bekommen haben und sie ignoriert haben, immer wieder, weil wir zu viel anderes zu tun Und ich hatten. Stand in meiner Quelle und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe das jetzt verstanden, aber bitte, es liegt auch nicht, also das ist auch nicht meine Welt. Ne? Wenn du Schönheit willst, musst du dich bitte an unsere Dame. Ich mache das Beet. Verstehst du? Ich mache das anders. Ich mache dir hier den Schaum weg, das habe ich getan. Ne? War so ein bisschen Bauschaum noch dran. Das mal schneide ich dir weg, alles rum dran. Wenn du wirklich Schönheit willst, wende dich doch bitte an die Damen, ne? Und sag dem doch mal bitte, nicht immer mir. Ich stehe immer hier und muss mich darum kümmern, wir haben kein Wasser. Ich stehe immer hier. Wenn's, die gehen nicht da rein und kümmern sich darum. Ich bin immer da, sag ich. Ne? Bitte. Und weißt du, was passierte in dem Moment? Es machte Schwups und wir hatten wieder Wasser. Fertig. Ich habe nichts, nichts gemacht. Nichts. Hat das nur gesagt?
Fertig. Ja? Und dann habe ich aber allerdings bin ich hingegangen und habe das tatsächlich, habe halt so ein Natursteinpflaster da rundherum gemacht. Sieht also jetzt schon immer ein Vielfaches schöner, ist noch nicht fertig. Also das Natursteinpflaster schon. Aber wir überlegen jetzt gerade, wie wir den Deckel, der da drauf ist, der hochgehoben werden muss. Also, da hat sie gemeint, sie hätte am liebsten einen Stein. Aber so einen riesen Stein kriegen wir gar nicht hochgehoben. Ja, ja, ja. Da habe ich ihr gesagt, unpraktisch. Oh, ist das unpraktisch. Ja. Sie hätte auch gern ein Steinbehältnis in diesem Plastikbehältnis. Ja klar, den hebe ich aus dem Rücken da rein. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ja. Ja, wie soll ich denn den Kran da hinkriegen? Sag mal. Ja. Aber gut. Also wir praktisch sind nicht ihr Problem. Mit ihr tatsächlich, ja. Und sie lässt sich dann auf bestimmte Dinge ein. Und das testen wir alles kinesiologisch aus. Fangt einfach mal an, solche Spielchen. Das macht Spaß. Nein, aber das ist doch der Witz. Das ist, und doch das der ist Witz. Eigentlich das, was wir tun sollten. Es ist Menschsein. Fertig. Ja. Das ist nicht nur Spaß. Humor ist sehr wichtig. Wenn ihr mich gefragt hättet, wie habt ihr denn dem Kollektiv des Hasses die Liebe gezeigt, ne? Wäre die Antwort gewesen, es geht nur durch Humor. Ne? Und dann hat der geistig ein rosa Tütü angekriegt und dann wurde mal gelacht, schön gelacht, wie dieses hässliche Wesen so aussah. Und dann geht das, durch Humor geht alles. Ja, also das wollte ich heute hier auch, habe ich dir ja am Telefon schon angekündigt, dass wir sowas gemacht haben. Also es ist für uns, wie wir kriegen, unheimlich viel Rückmeldung dadurch, dass wir auch mit den Naturwesen kommunizieren und wir sind immer wieder verblüfft. Es verblüfft uns immer wieder. Und weil wir aber diese Rückmeldung kriegen und immer wieder verblüfft wird, wagen wir uns immer mehr. Ja, und das ist, ich kann nur jeden auffordern, tut einfach. Ihr müsst nicht darauf warten, dass ihr irgendwann mal einen Landsitz habt. Fangt einfach an. Ja? In Russland ist das leichter, an Land zu kommen. Das ist ein super Weg, das ist der beste Weg überhaupt, weil man dann lernt, damit umzugehen. Aber also ich denke, es ist auch ein guter Weg, einfach zu tun. Anastasia sagt, wir sollen die Städte aufräumen. Ja? Und zuerst. Und warum soll man nicht Bäume in der Stadt darum bitten, die fragen, ob sie nicht auch das vedische Wesen denen eine Wohnstadt geben wollen. Austesten kinesiologisch. Und dann natürlich regelmäßig hingehen und auch einfach Liebe schenken. Guckt auch immer schön nach der Formulierung, weil bei Veda zum Beispiel hatte ich das Gefühl, als nachdem wir Veda installiert hatten, installiert ist ein hässliches. Nein, das ist doch nicht installiert. Überhaupt nicht. Also nachdem Veda gekommen ist, nachdem wir eine Wohnstadt gegeben haben, fing vor unseren Gästehütten, die wir auf dem Land haben, an, eine neue Quelle aus dem Boden zu kommen, wo ich dachte, oh schön, noch mehr Wasser. Und irgendwann dachte ich mir, oh, das ist aber viel Wasser. Ich weiß gar nicht, wo das hinläuft. Wir haben tatsächlich zu viel. Ich weiß, wo das hin. Das läuft direkt auf mein Haus zu. Da ist der Hang. Finde ich jetzt nicht so schön, diese Stelle, muss ich sagen. Es hat inzwischen nachgelassen, muss man sagen. Aber es kam einfach neues Wasser aus dem Boden, wo ich dachte, okay, vielleicht haben wir auch bei der Formulierung echt was falsch gemacht. Und die ursprüngliche Genetik dieses Tals heißt, das hier ist unter Wasser. Wäre schade, steht unser Haus. Aber gut, das müssen wir halt. Da muss man manchmal vielleicht aufpassen, was man macht. Wenn du Formulierung sagst, wie ist das mit dem Wörtchen nicht? Am besten nicht benutzen. Andere, also es anders formulieren. Also wenn wir visionieren, auch das machen wir in Seminaren teilweise. Also wir machen es anders als andere Menschen, aber glaube ich, ich habe noch niemanden gefunden, der es so macht. Würde ich das monieren. Ich würde es in der schriftlichen Version sagen, nein. Also wir schreiben richtig. Positiv formuliert. Auch, was wir machen. Ja? Ich form positiv formuliert in der Gegenwart, da kannst du schon mal gut. Ja? Und da ist auch Simon drauf gekommen. Wir stellen das anschließend tatsächlich richtig auf und stellen uns dann immer auf das Gefühl, was da drin ist. Und nehmen das Gefühl. Wenn Wort, Gedanke und Gefühl übereinstimmt, habt ihr die beste Geschwindigkeit. Wenn man anfängt, das Feinstoffliche in die materielle Arbeit mit einzubeziehen, es ist irre. So haben wir es auch im Seminar bei euch gemacht. Also mit dir. Ja, Materie haben wir nächste Woche nochmal. Ne, ansonsten, wer interessiert, www.familienlandsitz-talmühle.de. Könnt ihr euch merken? Steht alles drin. Ja.
alle so, Sendungen, alles. Irgendwelche dringenden Fragen, bevor wir dann gleich Schluss machen? Ja? Also mich würde jetzt noch interessieren, ob die Räder habe. Ach so, ja. Nein, sie haben keine Räder. Sie würden auch keine Straßen oder bauen. Es gibt Wege, aber die werden halt für, benutzt zum Reiten. Ja. Generell zur Technik. Sie haben keine Technik, die in die Natur eingreift. Ja? Ich kann ein Beispiel mal bringen. Wie machen die das, wenn die zum Beispiel diese Wege aufbessern? Ja? Es gibt, die haben zum Beispiel Antigravitationsfahrzeuge, die für solche Dinge nutzen. Die werden hergestellt, indem man Sand nimmt. Sand findet man überall oben drauf. Dafür muss man nicht graben und unter Erde entnehmen. Ja? Sie nehmen also Sand. Dieser Sand wird geschmolzen unter einer bestimmten Frequenz. Nee, die Frequenz kommt erst drauf, glaube ich, wenn es erkaltet. Also das wird erstmal geschmolzen und dann gibt man eine Frequenz drauf und lässt das erkalten. Und diese Frequenz sorgt dafür, dass das Bienenwaben förmig erkaltet. Dass das also aussieht, letztendlich wird so eine Platte wie so eine Bienenwabe in groß. Ja? Und Bienenwaben haben tatsächlich antigravitatorische Wirkungen. Das Ding schwebt, ohne dass man da irgendwas dran macht, nur durch die Form. Und gesteuert wird das. Also Alf sagte, die hatten vorne so eine Kugel drauf und haben die sich darauf konzentriert. Das war die Steuerung. Aber wie das Ganze funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht. Ja? Im nächsten ich wollte noch fragen, wegen der Zeit, wie das aussieht in der Innererde. Ich war noch nicht fertig mit dem. Ah, okay. Ja, und dann gehen die zum Beispiel hin, wenn die sagen, wir müssen so einen Weg machen, dann machen die da außen Fest. Das heißt, die Frauen, die bereiten ein Essen vor, bereiten ein Fest vor und die Männer und die Kinder gehen mit diesem, vorne schwebt dieses Ding, ja, dieses Antigravitationsfahrzeug da drauf, schaufeln die Sand oder Kies, egal, und dann schwebt dieses Ding durch den Wald, wo die lang wollen und die Kinder und die Männer, die schaufeln das einfach runter. Ja? Also so machen die dann, da wird nichts beschädigt, gar nichts. Ja? Es kommt einfach nur damit die Pferde, die diesen Weg nicht zu stark zerstören, wenn da viel geritten wird, ein bisschen Kies drauf. Also die gehen unglaublich sanft mit der Natur. Und wenn die dann fertig sind, dann haben die Frauen alles vorbereitet und man feiert ein Fest. Ja. Brauchen also keine Maschinen, die machen ganz viel mit der Hand. Eine seiner Gesprächspartnerinnen sagte mal zum Alf, als es ging es um, die hat sich kaputt gelacht, dass wir Spülmaschinen haben. Ja? Weil sie sagt, das ist doch eine meditative Arbeit, wenn man das zu mehreren macht, das ist doch schön. Ja, allerdings, die haben auch natürlich, die stehen auch nicht und die unterstellen sich nicht der Zeit. Denen ist das völlig egal, wie lange das dauert. Ja, das sind alles solche Dinge. Vieles, was wir machen, machen wir oder brauchen wir, weil wir uns dieser Zeit unterstellen und nicht die Zeit selber beeinflussen. Ja? Ja, eben wie wir beim ersten Mal da war, wie hat er das geschrieben, von der Dauer her? Ach so. Das ist ganz, für mich ganz unvorstellbar. Ja, nein, also er war meistens, also so einen halben Tag war er meistens da, manchmal auch einen ganzen. Ja, und da stimmt die Zeit auch überein, aber hat ein Beispiel. Da sagte einer seiner Gesprächspartner, wir fahren gleich mit einem Raumleiter raus und magst du mal mitfahren? Und wir fahren mit dem Raumschiff irgendwo hin, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe es nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Und dann sagte er, wir sind aber 3 Tage unterwegs. Und dann sagte Alf zu ihm, dann muss ich aber meine Frau anrufen, die wartet heute Abend auf mich. Oder die erwartet mich heute Abend. Und dann haben die gesagt, ist kein Problem, du bist heute Abend zu Hause. Ja? Also tatsächlich kam er abends mit einem 3-Tage-Bad nach Hause. Ja,
Er war 3 Tage unterwegs, für mich war aber nur 1 Tag vergangen. Wie das Ganze geschieht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht lernen wir das alles noch. Aber seine erste Erzählung, wo das erste Mal weg war, wie kam er dort heim? Nein, ich wusste ja, dass er wusste ja vorher, dass er da hinkommt und hat zu mir gesagt, ich habe die Einladung und ich warte jetzt einfach mal ab, was geschieht. Und ich war halt sehr gespannt, was er erzählt, wenn er wiederkommt. Ja. Ja? Wie hat Ihr Mann mit den Innererdmenschen kommuniziert? Ah, die Sprache, das war vorhin da hinten auch schon mal. Genau. Ja, also die Innerirdischen sagen, sie sprechen das Vedische. Mhm. Ja, aber Alf hat sie verstanden, weil er sagt, das verstehst du, weil wir gleichzeitig auch telepathisch dir das geben. Obwohl Alf sagt, ich weiß gar nicht, wie die das machen oder warum. Also Alf konnte nicht telepathisch kommunizieren. Ist das das Mimikry? Eine Mimikry bedeutet, du gibst dir ein anderes Aussehen. Ja? Aber nein, die haben einfach, dass das eigentlich liegt, dass, geht das, wenn Wort und Gefühl übereinstimmen, verstehst du schon viel mehr. Ja? Aber sie sagten auch gleichzeitig, dass es 3 Sprachen auf der Erde gibt, die dem Urvedischen noch sehr nahe kommen. Das eine ist unser Althochdeutsch, ja? Das andere ist das Altsibirische und das dritte ist eine Form des Ursanskrit. Die kommen, alle diese Sprachen kommen dem Vedischen noch recht nahe. Aber wir sprechen natürlich kein Althochdeutsch mehr. Und auch kein Sanskrit. Und auch kein Sanskrit. Ich hatte dich schon mal angesprochen vor ein paar Jahren. Ich behaupte, die Babys sprechen das noch. Die sprechen das, wenn sie auf die Welt kommen. Die machen was? Die Babys, wenn sie auf die Welt kommen, sprechen das. Ich weiß nicht, was sie sprechen, aber weil ich hab geguckt, die sprechen alle, die haben alle die gleichen Farben. Schlimm. Ich weiß jetzt. Ist egal, aber wenn Babys auf die Welt kommen. Ach, Babys? Ja. Ja. Jetzt verstehe ich das. Und ich bin überzeugt, dass sie eigentlich die Sprache mitbekommen haben. Es ist natürlich saumäßig schwierig, das rauszusagen. Ja, ja, kann gut sein. Ja, also, ja, die lernen natürlich vom ersten Tag an das, was wir sprechen. Nee, das ist dann aber umprogrammiert. Ja, ja, das kann sein. Mhm. Ja, dem steht nichts entgegen. Ja. So war da, ja? Einer von euch noch? Ja. Mich würde interessieren, ob das vorhin erklärt, wie die Sonne entsteht und die Erde ist. Was sagen Sie denn zum Mond? Was ist der Mond? Ist das Plasma oder gibt es das tatsächlich? Nein, der Mond ist schon ein fester Stein. Letztendlich, aber es ist künstlich. Also die Erde hatte mal 2 Monde und nee, oder 3 sogar. 3 Monde. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. 2. Ja, gut. Also und die sind mal durch außerirdisch abgestürzt. Und da aber jeder bewohnte, belebte Planet einen Mond braucht, ja, weil der gewisse Aufgaben hat, hat man diesen künstlichen Mond dahingesetzt. Also es war irgendein, Komet oder irgendwas, den man entsprechend umgebaut hat, dass der halt nur noch die Erde umkreist. Deswegen sehen wir auch nur eine Seite. Der hat wirklich eine Technik drin. Das funktioniert genauso wie natürlich. Naja, weil auf dieser Bahn, die haben natürlich geguckt, wo ist das am günstigsten. Das ist die verstehen ja viel mehr von solchen Dingen als wir. Ja, der ist also tatsächlich künstlich dahingesetzt worden. Weil es, also Planeten, die keine Monde haben, können keine Menschen tragen. Das hat wirklich, also es hat ganz viel auch mit unserem Übergang zu tun in die feinstoffliche Welt. Also wenn wir nicht mehr leben, das geht, die Seelen gehen, das ist ein Portal auch gleichzeitig, der Mond. Ja, also das steht ganz viel auch in den Tanusbüchern. Ich habe das nicht alles zu 100%ig mehr in Erinnerung. Ich müsste jetzt mir selber die Stelle raussuchen, um das genau zu erklären. So, ja? Hat
Haben die Innererdler auch Haustiere, so wie es Anastasia beschreibt? Also Haustiere selbst nicht, aber sie kommunizieren mit Tieren, ja. Aber sie halten so keine, außer Pferde, aber die Pferde sind zum Beispiel auch nicht dann am Haus, sondern die sind tatsächlich in der Herde. Und aber die, sie haben einen Bezug zu einem bestimmten Pferd, das auch kommt, wenn man einmal so pfeift. Wildpferde, Wildpferde, ich sage mir Wildpferde. Also gibt es auch keine Tiere, die jetzt bestimmte Arbeiten verrichten, wie jetzt Anastasia zum Beispiel das beschreibt mit der... Ja, die holen die dann, die rufen die dann. Aber ich kann das nur in einem Beispiel mal sagen. Alf hatte sich angefreundet in der Erde mit einem Repto, der hieß Stasa. Und Stasa sagt dann eines Tages zu ihm, möchtest du mal meinen Otter kennenlernen? Ja, und dann ging die, der hatte seinen Landsitz an so einem See. Und dann ging der dahin und klopfte auf den Boden. Und kurze Zeit später kam tatsächlich ein Otter angewatscht mit. Ja? Und das war sein Haustier. Ja, aber der war frei. Ja? So läuft das da. Gibt es da Ungeziefer in Innerirdler? Es gibt kein Ungeziefer. Tatsächlich hat alles eine Aufgabe. Und wenn das Gleichgewicht wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht ist, vermehrt sich das stärker. Ja? Also alles hat eine Aufgabe. Ich vermute mal einfach. Was war die Frage? Ob sie mit dem Planeten sprechen oder mit dem Mond oder mit der Sonne. Ich will mal direkt mit dem. Pass auf. Ohne einen gewissen Background ist das natürlich vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber im Endeffekt, Entstehungsgeschichte Anastasia lehrt uns Folgendes. Wie ist die Materie entstanden? Die Materie ist entstanden, indem wir, also auch alle Planeten, indem Gott eine Beschleunigung aller Energien, Urwesen des Universums in sich vereint hat. Das ist die Schöpfungsgeschichte nach Anastasia. Das heißt, diese 12 Wesen, die es im Endeffekt nur sind, oder wir 24, es sind nämlich männlich und weiblich jeweils, also sagen wir mal diese 12 Paare, die er in sich vereint hat, laut gnostischen Schriften sind es 12, keine Ahnung, warum es 12 sind, es wird irgendwas damit zu tun haben, dass wir auch heute 12 Äonen haben und 12 Dimensionen und dass wir irgendwie ein 12er Universum sind. Die stecken in jedem, an allem drin. In uns, in Bäumen, in verschiedener Frequenz. Es geht nur um Frequenzen. Fertig. Und deswegen brauchen wir auch einen Mond, der hat eine Frequenz. Sonst ist das Gesamtorchester gestört. Ja? Und wenn du mit diesem Wesen, wir kommunizieren auch mit Veda. Natürlich können wir mit dem Wesen dieses Planeten kommunizieren. Selbst reden können wir das. Kannst du machen. Macht jeder Indianer wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gemacht, aber du kannst eigentlich nicht immer drauf aufmerksam. Ja. Ich mach doch mal diese, so einen Stern leben. Natürlich kann man das. Aber du redest dann nicht mit dem verkörperten Stück Stein oder was auch immer es ist, sondern mit dem Wesen. So, und das ist der Witz. Wer verstanden hat, wie Denken und wie Materie funktioniert, der weiß, dass jeder Stein eine Wesenheit in anderen Dimensionen beinhaltet. So. So, ich würde jetzt auch gerne Schluss machen, langsam. Ich die Zeit, ob da die Zeit gibt oder ob die zeitlos sind im Augenblick. Ja, also Zeit entsteht ja eigentlich durch Tag und Nacht, ja, durch die verschiedenen Jahreszeiten und so weiter. Das ist die natürliche Zeit. Ja, Uhren haben die keine. Ja. Zeit entsteht durch Bewegung im Raum. Die schlafen aber auch mal irgendwann, oder wie Gott ist. Ja, ich habe ja vorhin mal gesagt, dass die Nacht so eine Nacht spüren. Aber das geht ja mehr um die Energetik. Es ist immer leicht hell, aber sie spüren natürlich nach dem Wind dann auch müde. Der Organismus hat sich darauf eingestellt. So, aber ich denke, ich mache mal jetzt so langsam Schluss.